König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir sind endlich wieder zurück aus der Sommerpause. Mein Name ist Dela und mit mir begrüße ich wie immer den wundervollen Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Außerdem den großartigen Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Und unsere Lieblingsgeisel, denn wir müssen ja nach der Pause so weitermachen, wie wir aufgehört haben. Den Hendrian. Hallo Hendrian, es ist schön, dass du da bist. Hat jemand meine Handschellen gesehen? Ich würde deine Frau fragen. Ja, Hendrian, seit du das letzte Mal da warst, hat sich spät hier irgendwas entwickelt? Gibt's Dinge, über die du reden willst, musst, sollst? Nein. Ja, aber nicht mit euch. Okay. Dieses Nein am Ende war schon sehr symptomatisch. Gibt es Dinge, über die du reden willst? Nein, gut, lassen wir das. Ja, ich meine, nach Willen geht's ja in diesem Podcast sowieso nicht, sonst würden wir, glaube ich, sonst würde ich zumindest schon mal nicht mehr hier sitzen, denn ich habe ja in den letzten Folgen immer schon behauptet, nach dem Turm geht King für mich eigentlich nicht mehr weiter. Aber ich werde ja vom Schicksal gezwungen, weiterzulesen. Und deswegen werden wir heute die 90. Folge angehen zu Love oder Lizzie Story. Lizzie Story ist ein besserer Titel. Love ist, wir sind jetzt in einer Zeit, in der der deutsche Verleger gedacht hat, wir nehmen einfach ein Wort mit 4 Buchstaben, das vollkommen scheißegal ist, ob es passt oder nicht, und klatschen es auf das Buch vorne drauf. Also nach Puls und Love kommen wieder noch so Sachen wie Qual und Wahn. Aber ja. Ja, wir werden entscheiden, wie schlimm das wird und wie sehr ich das bereuen werde, weitergelesen zu haben. Das wird sich im Laufe der Folge herausstellen. Bevor wir aber dazu kommen, Flo, du hast doch bestimmt erstmal eine zeitliche Einordnung für uns, oder? Ja, und ich verstehe gar nicht, was du hast. Also King sagt, das ist das beste Buch, das er je geschrieben hat. In einem Interview mit dem Rolling Stone hat er zum Beispiel geschrieben oder gesagt, ich hatte das Gefühl, das war ein wichtiges Buch für mich, denn es ging um die Ehe und darüber hatte ich noch nie geschrieben. Ich wollte über 2 Dinge sprechen. Das ist zu einem die geheime Welt, die man sich innerhalb einer Ehe aufbaut, und zum anderen ist da die Tatsache, dass es selbst in dieser intimen Welt Dinge gibt, die wir nicht voneinander wissen. Ja, ein anderes Zitat erklärt vielleicht auch einiges aus diesem Buch. King war während des Schreibens von diesem Roman fast durchgehend krank, hatte eine Lungenentzündung und hat gesagt, ich schrieb an Love weiter, wenn ich nicht gerade zum Kotzen ins Bad rannte. Ja, du hast ja schon gesagt, Lizzie's Story heißt das Buch im Original. Es ist aus dem Jahr 2006 und übersetzt wurde es von Wolf Bergner. Da, über die Übersetzung werden wir noch reden müssen, deswegen erwähne ich das hier schon mal. Ja, King hat hier, glaube ich, wieder einiges aus seinem Unfall verarbeitet. Er hat auch geschrieben, wie ihm die Idee dazu kam. Denn als er damals im Krankenhaus lag, hat er seiner Frau gesagt, sie soll doch schon mal ein bisschen sein Arbeitszimmer aufräumen. Und als er rauskam, war sie noch nicht fertig und hatte halt alle möglichen Sachen in Kisten verpackt, die überall rumstanden. Und King hatte so den Gedanken, so sähe es jetzt hier aus, wenn ich gestorben wäre. Und das war dann auch der Anfang für dieses Buch. Und wie das Buch weitergeht, das muss uns jetzt der arme Jonas erzählen. Ja, hier bei der Zusammenfassung haben wir mal wieder das Problem, dass man entweder eine gute halbe Stunde das ausdehnen könnte oder nur in wenigen Sätzen. Und ich habe mich für die zweite Option entschieden. Lizzie Landon ist seit 2 Jahren verwitwet. Ihr verstorbener Mann, der Schriftsteller Scott Landon, hat ihr in seinen Hinterlassenschaften eine Art Schnitzeljagd, ja, hinterlassen, wie das Wort Hinterlassenschaften sagt. Diese Schnitzeljagd bringt sie immer mehr dazu, verdrängte Erinnerungen der gemeinsamen Vergangenheit der zwei hervorzukramen oder ans Licht zu bringen. Gleichzeitig macht sich ein Mann, der sich Zack McCool nennt, an sie heran, um an einen Teil des Nachlasses zu kommen. Dazu kommt, dass Lizzies älteste Schwester in zeitweise Katatonie verfällt und manchmal auch zu einer Art Medium für Scott wird.
Gemeinsam gelingt es den beiden Schwestern dann, Zack McCool in eine Parallelwelt zu locken und dort zu besiegen. Und im Großen und Ganzen war es das auch. Ja, genau, danke für die Zusammenfassung. Ich muss gleich eine kleine Vorwegwarnung geben. Wir haben ja gerade schon gesagt, King hat diese Story geschrieben mit einer Lungenentzündung und schwer krank und halb im Delirium. Ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass zumindest zwei Personen in diesem Podcast in einem ähnlichen Zustand sind während dieser Folge. Aber das seid ihr ja von uns gewohnt, von daher wird es schon gehen. Hast du was gesagt? Ich war gerade zum Kotzen auf dem Klo. Ja, erstaunlicherweise geht es mir bei diesem Buch nicht mal so, dass ich ganz unbedingt kotzen möchte. Wie geht's dir denn damit, Hendrian? Ich fand, das war ein wunderbares Buch, wenn man sich das Lesen abgewöhnen will. Also, ich hatte dir ja zwischendrin schon mal geschrieben, ob es irgendwann besser wird und du hast mich belogen. Es wurde nicht besser. Wenn, dann habe ich unabsichtlich gelogen. Alles gut. Aber ich fand dieses Buch wirklich, wirklich furchtbar. Als hätte er nicht gewusst, worüber er schreiben soll, alle möglichen Handlungsstränge aufgemacht, ihm gerade einfielen, sie nicht wieder zugemacht. Und er hat gezeigt, was er alles nicht kann. Das fand ich auch sehr schön in diesem Buch. Ja, nö, also ich brauche das nicht nochmal. Also auf Deutsch gesagt, sollen wir dir vorsorglich schon mal ein Schüsselchen hinstellen? Ja, bitte. Wo ist das Eimerchen? Hier bin ich, Schatz. Ja, ich verstehe dich. Ich sehe es zwar anders, aber ich verstehe dich. Ich finde auch, dass das Buch besser wird. Aber es ist nach dem Anfang... Also ich finde es unglaublich schwer zu lesen. Mhm. Und das macht es, glaube ich, so schlimm. Die Geschichte an sich ist nämlich gar nicht mal verkehrt. Es hat ja nicht mal wirklich viel Geschichte. Nee, es hat den Inhalt einer Kurzgeschichte ausgebreitet auf 730 Seiten. Aber eigentlich ist es, er kann ja einfach gut erzählen. Und es ist auch gut erzählt, aber diese Sprache, die er hier ja extra so erfunden hat, die ging mir so auf den Sack. Und ich glaube, ich habe nur Ausschnitte jetzt im Englischen mir nochmal angeguckt. Ich glaube, dass es im Englischen auch anstrengend, aber ein bisschen besser ist. Aber es sind einfach viele Sachen, die sich nicht übersetzen lassen und die trotzdem übersetzt wurden und dadurch das Ganze noch schlimmer machen, als es ohnehin schon ist. Mein Problem war da, also ich habe tatsächlich, weil ich das erste Drittel habe ich versucht zu lesen und habe fürchterlich geweint, weil ich gedacht habe, ich komme nie durch dieses Buch. Es war wirklich, wirklich schlimm. Aus Verzweiflung habe ich dann versucht, die englische Version zu lesen. Und ich für meinen Teil kann nicht bestätigen, dass die weniger schlimm ist. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass mich andere Sachen, zumindest dieselbe Sache in anderer Form, gestört hat. Denn ich bin weniger daran hängen geblieben, dass sie diese Sprache haben, diese internen Witze, sag ich mal, in ihrer Ehe. Sondern was mich wahnsinnig angekotzt hat, war die Tatsache, dass wir immer wieder betont haben, also nicht nur, dass wir diese Sprache etabliert haben in dem, was sie ist, sondern immer wieder für Dumme wiederholen mussten, ja, das ist ein Insider-Gag in unserer Ehe. Das habe ich bei den ersten drei Erwähnungen schon verstanden. Das kommt aber 200 Mal. Ja, ich meine, das ist was King sehr gerne macht. Ich habe bis vor kurzem noch mal was über Friedhof der Kuscheltiere gelesen. Da kommt hier dieser eine Satz über die Katze, dieser falsch geschriebene Satz, immer und immer wieder. Da passt es aber dann irgendwie. Und hier sind die Wiederholungen so auffällig, das ist mir auch sehr, sehr übel aufgestoßen. Vor allem, weil die Wiederholungen dann noch nicht unbedingt die Teile, nicht irgendwie eine coole Catchphrase sind oder sowas. Ja. Sondern wirklich so Zeug, das einem ab Buch ohnehin schon nervt. Ich würde aber ganz gerne mal über die Dinge reden, die ich tatsächlich mochte an dem Buch. Und das ist, also ich glaube, hätte man mir dieses Buch vor 10 Jahren in die Hand gedrückt, hätte ich euch ausgelacht und hätte es euch an den Kopf geworfen.
ich bin jetzt 10 Jahre älter und ich bin auch ein bisschen weicher geworden im Kopf. Und Hendrian hat mal das schöne Wort Gefühlshobby-Fluppi geprägt, für das ich dir bis heute noch dankbar bin im Übrigen. Sehr gerne. Vor 10 Jahren hätte ich dir dieses Buch noch an den Kopf geworfen. Ich muss aber sagen, ich mochte tatsächlich diese liebevolle Erinnerung, diese liebevolle Betrachtung von kleineren Macken von Menschen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also die Beziehung, hätte man diese blöden Insider-Witze weggelassen oder das zumindest nicht ständig betont, hätte mir das noch viel, viel besser gefallen. Aber das Liebevolle, der Unterton daran, der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und der kam auch bei mir an. Was das tatsächlich erste Mal ist in einer King-Beziehung, dass dieses für mich echt liest und schön liest. Hendrian? Echt jetzt? Du hast geblinkert. das wäre jetzt auch meine Reaktion auf das, was du gesagt hast gewesen. Echt jetzt? Wo ist da denn Gefühl drin? Ich habe da überhaupt nicht rausgehört, rausgelesen, dass da irgendwas sehr Liebevolles dabei. Ich habe mich aufgeregt mehrmals, dass er es nicht schafft, irgendeine Art von Gefühl rüberzubringen, was bei mir ankommt. Ja, ich hatte teilweise das Gefühl, er versucht dieses, hier eine ungerade natürliche Zahl einsetzen, Phasen der Trauer Ding da durchzuziehen. 19. Wahrscheinlich. Was für mich völlig nicht funktioniert hat. Da gebe ich dir recht, das hat bei mir auch nicht geklappt. Und ich hatte nicht so richtig das Gefühl, dass das irgendwas mit Liebe, sondern mehr mit Abhängigkeit zu tun hat, was er da aufzeichnet. Darf ich an der Stelle einhaken? Aber klar. In welche Richtung? Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren. Mich auch. Mich nicht. 2-1, Mist. In welche Richtung? Ich weiß nicht, vielleicht war es das, ich hätte ja jedes Mal brechen können, wenn der tote Schriftsteller meine kleine Lissy sagt. Das hatte so ein Machtgefälle-Ding, wo ich überhaupt nicht verstehe, wo das herkommen soll. Vielleicht war es auch das, ich weiß es nicht. Diese interne Herablassung, das gebe ich dir vielleicht, den Punkt. Aber, also du würdest das Machtgefälle sehen, dass er Macht über sie hat. Ja, was dann zwar gegen Ende ein bisschen aufgelöst wird, wenn er ne, mit diesem, ich habe dich immer gebraucht, du hast mich immer gerettet. Wobei auch das wieder so ein ich kann nicht ohne dich. So ein manipulatives Ding ist. Ja, danke, sowas, richtig, ja. Deshalb so ein Gefühl von einer intakten Beziehung kann man da sowieso nicht sagen, aber von einer liebevollen Beziehung kam für mich nie rüber. Es ist lustig, ich bin hier tatsächlich eher bei Dela. Und das ist ja echt selten. Wenn du von Abhängigkeiten redest, hätte ich das auch eher umgekehrt gesehen. Mhm. Also ich hätte wirklich eher gesagt, Scott ist von Lissy abhängig. Und ich hätte es, wenn ich mir das als Gedankenspiel vorstelle, Lissy wäre gestorben und Scott würde jetzt aufräumen. Der käme überhaupt nicht zurecht. Nein. Ja. Also er war komplett von ihr abhängig. Und ich konnte auch diese Beziehung, es war eine merkwürdige Beziehung streckenweise, gebe ich gerne zu. Aber seien wir mal ehrlich, gibt es andere Beziehungen, die nicht merkwürdig sind? Nein. Und ich fand das auch für King eigentlich recht gut umgesetzt. Das mit dieser Trauer am Anfang, das war ein bisschen Holzhammer. Aber auch da konnte ich mich eigentlich ganz gut reinversetzen. Es war vielleicht ein bisschen viel, es war vielleicht ein bisschen lang. Und es war vielleicht ein bisschen langsam erzählt, gerade so in der ersten Hälfte des Buchs. Aber trotzdem war der Charakter oder die Charaktere und die Beziehung untereinander für mich, das hat funktioniert.
Ich glaube, hätte das nicht funktioniert, wäre das auch ein Buch gewesen, das ich auch am liebsten in die Ecke geworfen hätte. Mhm. Jonas, wo stehst du denn auf dieser Waage? Ich stehe mehr auf eurer Seite. Also für mich hat das irgendwie funktioniert. Es sah nicht unbedingt nach einer wirklich sehr, sehr intakten Beziehung aus, aber zumindest eine, wo beide Seiten irgendwie, Vorteile oder Bedürfnisse aus der Beziehung bedienen, aber die sich halt mehr ergänzen, als dass das eine einseitige Abhängigkeit ist. Da würde ich überhaupt nicht mitgehen, spätestens wenn sie über dieses Bett aus Bremen oder wie es heißt, spricht. Nee. Ja, aber es wird auch tatsächlich erwähnt, dass das eine extreme Phase ist. Und gerade diese Momente, vielleicht lag es auch daran, dass ich im Sommer wieder ein Buch von John Irving gelesen habe, das sich auch mit einer Witwe beschäftigt hat. Ist das dieser Australier, der von einem Rochen gefressen wurde? Nein, das ist ein amerikanischer Schriftsteller, der gerne über Bären, Prostituierte und Inzest schreibt. In Kombination. Ja. Bären, Prostituierte oder Bärenprostituierte? Teils tatsächlich. Okay. Und gerade diese Momente, der hat nämlich auch immer irgendwie mit Deutschland und Österreich was in seinen Büchern, weil er auch da mal gelebt hat. Und ich habe mich da so reinversetzt gefühlt, dass ich dachte, das ist doch John Irving, das Beziehungsdrama, deutsches Bett und toter Ehemann. Hm. Also bin ich komplett bei dir, ja. Genau, fand ich total King-untypisch. Aber als ich mich darauf eingelassen habe, dass es untypisch ist, dann war es okay. Ich würde jetzt vielleicht an der Stelle, weil inhaltlich muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, das ist eine Kurzgeschichte auf 730 Seiten. Deswegen möchte ich, glaube ich, auf diesen emotionalen Aspekt ein bisschen rumreiten, wenn das für euch okay ist. Ja. Ich meine, es ist mein Format, ihr könnt mich eh nicht davon abhalten, von daher umso besser. Was für mich der Punkt ist, ihr geht davon aus, dass ihr hier den Maßstab ransetzt einer intakten Beziehung. Und ich glaube, das ist nicht der Maßstab, mit dem man in diese Ehe und an diese Beziehung rangehen sollte. Weil beide diese Menschen, die hier beschrieben werden, sind bis auf ihren Kern zutiefst dysfunktional. Das, was für mich diese Beziehung funktionieren lässt und weshalb die für mich sich schön liest, ist, dass quasi diese beiden Traumata, die diese beiden Menschen mit sich rumschleppen, natürlich auf die Beziehung und auf diese Ehe ausüben, das ist vollkommen klar, die aber gleichzeitig so aneinander angeglichen oder zumindest ähnlich sind, dass die die Coping-Mechanismen sich für mich in dieser Beziehung sehr, 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 sehr gut ergänzen. Und deswegen funktioniert für mich diese Beziehung. Nicht, weil sie funktional ist oder intakt oder das klassische glückliche Ehepaar, sondern einfach, weil sie sich gegenseitig auffangen, weil ihre gegenseitigen Traumata genau in die jeweiligen Effekte spielen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Wenn ich sage, dass die Beziehung für mich sich real anfühlt, dann heißt das nicht, dass es irgendwie glückliches Huppi-Fluppi, genau, sondern die Leute sind kaputt, aber es funktioniert. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich mich reinversetzen kann. Nein. wo fängt er sie denn auf? Wenn überhaupt, dann muss sie fangen, weil er wieder mal seine Durchdrehmomente hat. Ich habe meinen Faden verloren. Ich gebe dir an dieser Stelle mal ein Zitat und das kommt tatsächlich von ihr. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass es wirklich von ihr aus ihrer Sicht kommt und nicht von ihm. Und ich habe begriffen, dass ich wirklich zu Hause war, dass ich mit dir im Bett daheim war und dass etwas, was sich in der Dunkelheit angeschlichen hatte, plötzlich verschwunden war. Es konnte nicht bleiben. Es war verbannt worden.
Es würde zurückkommen, da war ich mir sicher, aber es konnte nicht bleiben und ich konnte wirklich einschlafen. Und ich glaube, ich möchte jetzt nicht allzu, oder ich werde nicht allzu viel verraten, wenn ihr wisst, dass ich mit dem Jonas ja durchaus mehr als eine Podcast-berufliche Beziehung teile. Was? Oh mein Gott, ich bin entsetzt. Und es ist tatsächlich so, genau das, genau dieser Satz, der hat für mich so extrem getroffen, dass es eine Schau ist. Weil das ist ein Effekt, den kannte ich auch 30 Jahre lang nicht. Dass das gehen kann. Und wie gesagt, der Satz wird von ihr formuliert. Ich habe da auch ein Zitat, das nehme ich schon mal vorweg. Jede Ehe hat zwei Herzen, ein helles und ein dunkles. Dies ist das dunkle Herz ihrer Ehe. Das eine verrückte, wahre Geheimnis. Hm. Und ich glaube, das ist auch, ja, das trifft, glaube ich, auf jede Beziehung zu. Und, ja, ich sehe Hendrian Kopfschütteln. Dann möchte ich dem Hendrian mal in Teilen zustimmen, damit wir die ganze Sache vielleicht ein bisschen einfacher machen. Es gibt irgendwann von ihm den Satz, ich komme zu dir und du siehst mich ganz, sagte er. Du liebst mich als Ganzes, nicht bloß wegen irgendeiner Geschichte, die ich geschrieben habe. Sobald deine Tür zufällt und die Welt ausschließt, stehen wir Auge in Auge auf genau gleicher Höhe. Und da stimme ich dir zu, das ist Blödsinn. Dass die bei, also, da stimme ich dir zu, dass das nicht stimmt. Es ändert aber für mich nichts, dass, in seiner ganzen Inkompatibilität mit anderen Menschen, nicht mit dieser speziellen Person, sondern mit allen Personen auf der ganzen Welt, mit denen man sich inkompatibel fühlt, dass man die Gemeinsamkeit darin findet, dass man zusammen ein Parier ist gegenüber allen anderen. Einigen wir uns doch einfach mal drauf, dass es eine funktionale, dysfunktionale Ehe ist. Würde ich behaupten, ja. Bist du noch da, Hendrian? Ja, er weint gerade. Ich sammel Argumente gedanklich, was gar nicht so einfach ist. Ich möchte jetzt unbedingt das Buch lesen, wo sie stirbt. Dann wäre es wenigstens ein vernünftiges Buch geworden. Ich glaube nicht. Doch, er hätte den ganzen Bums angezündet und wäre in sein eigenes Verderben gerannt. Das hätte ich gerne gelesen. Nein, auch da muss ich dir widersprechen. Der wäre nicht in sein eigenes Verderben gerannt, weil dazu ist er zu feige. Er hätte sich weinend in die Ecke gesetzt und wäre da die nächsten 10 Jahre geblieben. Ist ja auch gut, wenn das Haus brennt. Hätte ich auch gern gelesen. Aber diesen Bums, das... Nee. Und kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf diese Szene mit dem Bett. Weil das ja auch eines dieser Argumente war, das du gerade gebracht hast. Wie gesagt, ich persönlich fand die Szene sogar ziemlich lustig, weil das auch genau meine Antwort auf so Phasen ist. Wie war das in Fight Club? Sie hatten keinen Sex, das war Sportficken. Ich glaube, so ähnlich war der Satz damit. Ja, so irgendwie. Und ja, das wenn du vor deinen eigenen emotionalen Gedöns und Gedings so angeekelt von dir selber bist, hast du halt nicht mal mehr die Möglichkeit, in dir selbst die Schmollen zurückzuziehen. Und das lief zumindest auch bei mir jahrelang prinzipiell darauf hinaus, dass ich dann voll in den Eskalationsmodus geschalten habe. Und wenn du aber dann eben einen Partner hast, natürlich, der muss das dann ausbaden in der einen oder anderen Form. Nein, das ist überhaupt nicht schön. Aber die Tatsache, dass diese Ehe diese Zeit überstanden hat, spricht für mich dafür, dass sie funktional ist. Ich glaube, ich bin zu normal geworden für diesen Podcast. Ich muss aber, wie gesagt, immer wieder dazu sagen, diese Dinge sehe ich jetzt, weil ich sie jetzt kenne. Ich habe wie gesagt, hättest du mich vor 10 Jahren gefragt, hätte ich dich auch ausgelacht. Hm. Also das muss ich deutlich dazu sagen. Das ist etwas, das ich auf meinem Notizzettel stehen habe, dass man für dieses Buch auch zu jung sein kann. Zu unerfahren.
Ja, unerfahren. Jung glaube ich nicht, aber unerfahren. Ja, ich bin mir nicht mal sicher, ob es nicht auch jung ist, denn wir haben hier tatsächlich ältere Figuren. Und ich weiß nicht, ob man sich da in der Jugend schon so reinversetzen kann auch. Es ist nicht nur das Beziehungs-Huppi-Fluppi, sondern Flo, ich bin 37. Gott, bist du jung. Mich hat schon lange keiner mehr jung genannt. Geschweige denn zu jung. Ich glaube tatsächlich, ich bleib dabei, ich glaube nicht, dass das Thema zu jung ist. Aber ich glaube, man kann für dieses Buch zu wenig kaputt sein. Ja, das und es ist auch einfach, vielleicht nicht zu jung, aber Erfahrung misst sich ja sowieso nicht in Alter. Das, ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, aber man braucht ein bisschen Lebenserfahrung. Und mit Lebenserfahrung meine ich, man muss schon kaputten Scheiß erlebt haben und dann kann man es vielleicht eher verstehen. Ja. Wollen wir mal kurz darüber reden, weil das ist tatsächlich ein Punkt. Einerseits das Alter der Charaktere, andererseits das Thema, diese Menschen sind, haben einen Partner verloren, aber generell das Thema Ehe, das hatten wir, auch wenn King das anders behauptet, ja auch schon in anderen Büchern. Mir fällt jetzt spontan ganz krass Schlaflos ein zum Beispiel. Und da muss ich sagen, da fand ich die Beziehung zu seiner verstorbenen Frau sehr viel schlechter geschildert, den Trauerprozess und diesen Verarbeitungsprozess aber viel besser. Hatten wir nicht auch in Sarah so diese Thematik ja. bereits, ja? Ja. Und auch da fand ich es viel schlechter umgesetzt. Bei Sarah war es schlechter, da gebe ich dir recht. Bei Schlaflos fand ja. ich es besser. Ja, Schlaflos, gerade was die Trauer angeht, hat er da, glaube ich, ziemlich gut das beschrieben. Ich habe ja vorhin schon gesagt, mit der Trauer ist hier grenzwertig, aber ich finde es noch in Ordnung. Schlaflos ist so echt lang her. Schlaflos ist das Stichwort mit der Totenuhr. Dass er jeden Tag im Bett liegt und er hört diese Uhr ticken und guckt mehr oder weniger zu, wie seine Frau vor ihm verfällt und als sie dann tot ist, hört er dieses Ticken und denkt, für ihn ist es auch bald vorbei. Ja, ja. Was ich bis heute noch eines der stärksten Symbole im King-Universum finde. Das ist immer noch so ein Ding. Jedes Mal, wenn ich. Deswegen werde ich nervös, wenn ich Ohrenticken höre. Das ist tatsächlich so. Aber wir hatten ja auch Liebes- und Sexszenen schon. Ich meine, das größte Gruselelement in der Hinsicht ist für mich immer noch Dead Zone, als er dann nach, was weiß ich, 30 Jahren oder was, seine damalige Freundin besucht und die flachlegt. Das war eine der dämlichsten Szenen, die wir jemals hatten. Und auch das finde ich hier viel, viel schöner und viel echter und so kaputt es ist, viel, ja eben, so kaputt es ist, eben viel echter. Ja, geht mir auch so. Also, es hat sich real angefühlt und auch nicht nur die Beziehung zwischen Lissy und Scott, sondern auch mit den Schwestern das. Also nicht mit allen, muss ich zugeben, nicht mit allen, aber teilweise hat sich das auch real angefühlt. Und dann waren so, ich komme mir den Namen durcheinander, dann waren so die Stereotypen dabei. Und die echt sein könnten. Hm. Da muss ich aber zum Beispiel auch sagen, vergleich es mal zum Beispiel mit Roland und Susan. Klar, das ist eine Jugendliebe. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Ding. Das konnte ich persönlich, das war nur Pathos, weil man, glaube ich, in seiner Jugend alles natürlich viel überzeichneter wahrnimmt. Aber gerade, dass diese Beziehung hier so offen kaputt ist und trotzdem funktional, zeigt mir eigentlich, dass das eine viel erwachsenere Beziehung ist. Hendrian, weinst du immer noch? Nee, ich hänge an einer früheren Stelle noch fest. Alles gut. Du darfst gerne dich äußern dazu, zu der früheren Stelle. Ich fand's schön, dass Flo eben noch sagt, er kommt bei den Schwestern mit den Namen durcheinander, weil ich wollte nämlich eigentlich fragen, ob ihr die auseinanderhalten könnt, die Schwestern. Nein. Außer die Amanda, komplett weggetreten die, ja, ist. Die kann ich mir merken, aber die anderen. Gut.
Ich glaube aber auch tatsächlich, ihr könnt mir da gerne widersprechen, wenn ihr das wollt, aber ich glaube tatsächlich, die sind auch in dem Sinne nicht wichtig. Das ist wichtig als Abgrenzung. Das sind wir, also Scott und Lisey. Und es gibt die anderen. Es gibt das Trauma, es gibt die Vergangenheit und das sind die Schwestern. Die einzige, die eine Ausnahme bildet, weil sie eben nicht nur dieses Trauma repräsentiert, ist eben diese ganz kaputte. Ja, und die ist ja auch eigentlich nur das schläfrige Gegenstück zu ihrem Ehemann. Weiß ich auch nicht. Aber ja, Jonas? Ja, ich weiß nicht, ob Gegenstück, aber zumindest eine Verbindung. Ja, eine Verbindung. Was haltet ihr denn von der Theorie, dass die Alternativversion von Lucy sein könnte, wenn sie nicht die Abbiegung getroffen hätte mit Scott? Weil Amanda ist für mich genau der Punkt, der an seinem Trauma, der seinem Trauma erlegen ist. Der eben dann eine Flucht antritt, aber eben nicht eine Flucht in eine bessere Realität, sondern in eine Alternativwelt einfach. Ich hätte eher gesagt, das ist Scott, wenn er nicht Lizzie getroffen hätte. Auch, aber das ist für mich tatsächlich deckungsgleich. Da müsste ich drüber nachdenken. Okay, habe ich einfach mittendrin geschlafen? Oder wird erläutert, warum die Schwestern oder warum Amanda dieses Trauma hat? Es wird auf jeden Fall, also einerseits wird ja immer so wieder angedeutet, dass diese Familie insgesamt von ihr auch sehr dysfunktional war. Es wird nie so ausgeführt wie bei Scott. Okay. Aber es wird immer so am Rande erwähnt auch, dass da sehr viel Aberglaube war, dass sehr viel die Töchter auch klein gehalten worden sind und so weiter. Das ja, aber... Aber also es wird nie halt das krasse so, Trauma erwähnt, nein. Es klang für mich halt alles so wie ganz normale 50er-Jahre-Familie. Ja, aber du darfst auch nicht vergessen, unser Normal für dysfunktionale Familien ist, glaube ich, auch nicht der Standard. Guter Punkt. Aber es wird halt zum Beispiel erwähnt, dass Amanda vor allem jetzt in diesem Akutanfall so durchdreht, wegen dieser Enttäuschung durch diesen Partner, der immer wieder Scheiße baut, der sie immer wieder verlässt und dann wieder auftaucht und so weiter. Also das wird auch erwähnt als der Auslöser für die aktuelle Krise. Und ich glaube, das Thema Verlassensängste, und das ist in dem ganzen Buch riesig groß, und das ist halt leider auch ein Thema, mit dem ich voll mich identifizieren kann. Also ich glaube, wer uns jetzt hier zuhört und das Buch nicht kennt, der denkt, mein Gott, das ist irgendein Beziehungsdrama. Das hätte ich ja von Stephen King nie erwartet. Wie fandet ihr denn ja die andere Welt? Hat es für euch in die Geschichte gepasst? Langweilig, weil schon 100 Mal gehört. Jonas? Ja, ich sehe es ähnlich. Es war jetzt nicht so richtig aufregend. Vor allem, ich habe durch die ganzen Andeutungen, die am Anfang gemacht wurden, mir was viel Spektakuläreres vorgestellt. Und dann ist halt so ein, ja, ich träume mich in eine andere Welt. Und was ich mir, naja. Das war nicht schlecht beschrieben und alles, ne? Also das hat er schon gut gemacht, aber das war halt nichts Spektakuläres, das war Handwerkszeug einfach. Ich muss sagen, ich mochte die Beschreibung dieser Welt. Ich habe auch wahnsinnig viel Spaß gehabt, dann gerade gegen Ende hin, als wir wirklich an diesem See stehen. Also diese Szene hat mir wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen, weil da natürlich auch wahnsinnig viel Symbolik drin ist, über die wir dann später nochmal reden werden. Aber das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Wenn ich das in Kontrast setze zu so Sachen wie Talisman oder das Schwarze Haus, dann liebe ich es. Wenn ich es in Kontrast setze zum Turm, naja, war es eher mehr. Ja, ich sehe es leider eher so wie die beiden Jungs. Also ich fand diese Welt doch ziemlich schwach. Also sie ist für mich sehr blass geblieben. Es war so einfach so ein Traumort. Ich glaube, es hat, wie du schon gesagt hast, hat mehr Symbolik als tatsächlichen Inhalt für mich. Mhm. Naja, aber mir reicht halt Symbolik. Wenn die Symbolik gut ist, reicht mir das. Von daher habe ich da keine großen Ansprüche, sage ich mal. Aber wie findet ihr denn überhaupt die Entscheidung, das so zu machen?
Weil erstens überhaupt diese Welt so einzuführen und zweitens diese wirklich, wirklich merkwürdige Erzählstruktur, die wir hier haben. Die Erzählstruktur fand ich echt scheiße. Ich wusste teilweise nicht, in welchem Zeitraum wir uns gerade befinden. Das war das Einzige, was ich gut fand. Ich mag ja diese Dinge, wenn er anfängt, Geschichten zu erzählen über Geschichten, wie wir es ja auch bei den ganzen Turmbüchern ja auch schon hatten. Insofern du musst fand ich das auch keine Zusammenfassung schreiben. Das ist richtig. Insofern fand ich das, das echt gut und zugegebenermaßen diese Traumwelt, die er da aufmacht, fand ich auch mit die besten Elemente des Buches. Aber das ist halt keine Kunst. Die Frage, die dahinter steht, habe ich wieder völlig vergessen. Und das trifft sich gut, weil ich nämlich auch. Die Erzählstruktur, wie ihr das die Wahl dieser Erzählstruktur fandet. Weil das hat mich wahnsinnig Mühe gekostet, da reinzukommen. Als ich das einmal drin hatte, ging's. Aber deswegen ist der Anfang von diesem Buch ernsthaft die Hölle. Das hat mich tatsächlich weniger gestört diesmal. Also normalerweise bin ich ja auch jemand, der, wenn er die Zeiten wechselt, das treibt mich ja in den Wahnsinn. Das ist mir hier kaum aufgefallen. Und diese ganzen Sprünge, also dem konnte ich größtenteils noch ganz gut folgen. Das ist so gegen Ende des Buchs ist das ein bisschen mehr ausgefranst. Das kann aber auch einfach daran liegen, dass ich so, sagen wir mal, die ersten zwei Drittel recht schnell hintereinander gelesen habe und dann den Schluss reinschieben musste, dass ich da nicht so konzentriert war. Also das kann eher an mir liegen als an dem Buch selbst. Aber das fand ich, die Erzählstruktur fand ich gut. Wie gesagt, die Sprache war dann das, was mir die Probleme bereitet hat. Was mich daran genervt hat, die Zeitsprünge nicht mal unbedingt. Also die Erinnerungen an ihre Ehe und so weiter. Das war okay. Was mich genervt hat, dann war ich endlich in dieser Fantasiewelt und ich habe mich da wohl gefühlt und es wird immer wieder gesagt, ja, wenn man da halt so lange da bleibt und auf diesen See starrt, dann bleibt man halt da. Und ich fand das keine schlechte Idee. Ja, und dann klingelt aber das Und dann Telefon. Klingelt wieder in dem Sinne der Wecker und dann muss ich wieder in diese blöde Halbkriminalgeschichte und das hat mich so genervt. Ja, dann bleibt man mal gleich in dieser Kriminalgeschichte. Hat die für euch funktioniert? Nee, überhaupt nicht. Nein. Nicht so richtig. Nein, gar nicht. Bei mir auch nicht. Ich fand diesen Widersacher als einen der langweiligsten, die King je geschrieben hat. Wisst ihr, an wen der mich erinnert? An Hendrian? Nein, Hendrian ist ein würdiger Widersacher. An diese Schattengestalt in das Spiel am Ende, als sie gefesselt ist und plötzlich diese Gestalt auftaucht. Und man weiß die ganze Zeit erst nicht, ob es eine Halluzination ist oder nicht. Und das könnte in meiner Welt, also in meinem Headcanon, ist das derselbe Typ, nur bevor er verhaftet wird und Dinge macht. Ich fand den Bösewicht eigentlich ganz putzig. Der hatte für mich was von so einem sehr dummen Hillbilly, wenn man das so sagen darf. So die böse Version von Cletus irgendwie. Ja, das finde ich gut. Also ich fand ihn nicht bedrohlich, aber ich fand ihn gut. Ich hatte irgendwie so, ne, das Spiel hatte ich nicht im Kopf, ich hatte mehr so das geheime Fenster, der geheime Garten im Kopf. Das habe ich schon wieder verdrängt. Ja, wobei ich glaube, der war noch intelligenter als der hier. Nee, das war für mich, war das irgendwie so ein Platzhalter für den Bösen, der hat mir gar nichts gegeben. Ja, also da bin ich bei dir auf jeden Fall. Wollen wir auf den Handlungsstrang mit den Schwestern ein bisschen einschränken? Macht mal. Also wie gesagt, was man dazu wissen muss, ist, dass diese Familie von Lizzie auch so halb dysfunktional ist. Sie ist nicht so furchtbar dysfunktional wie die von Scott, aber ich möchte auch an dieser Stelle nochmal betonen, Trauma ist kein Wettbewerb. Von daher, legitim.
Und sie hat mehrere Schwestern. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, 3 Schwestern oder 4? Ich glaube, 3 Schwestern. Genau. Eine davon hat eben so rein psychisch wahrscheinlich dieses Gesamttrauma aus ihrer Kindheit, Jugend und Erwachsenenleben relativ schlechter weggesteckt als die anderen. Die anderen sind so ja semi okay mit ihrem Alltagsleben und sie halt so gar nicht. Sie hat tatsächlich, ich möchte es mal psychotische Anfälle nennen, die teilweise in eine Katatonie abgleiten, die eben extrem körperlich auch sich gestaltet. Kann man das so formulieren oder ist das anmaßend? Ich glaube, es ist halt nur dieser eine Fall, der im Buch beschrieben wird, der wirklich zur Katatonie fällt. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, das hatten wir schon einmal, aber da ist sie zeitig wieder rausgekommen. Ja, das wird irgendwann mal erwähnt, das wird aber im Buch nicht größer erzählt. Ich dachte, das wäre nur selbstverletzendes Verhalten gewesen, aber kann doch sein, dass ich es vergessen habe. Ja, deswegen an dieser Stelle auch ein kleiner, also wir reden nicht weiter drüber, aber wie gesagt, zu Themen wie selbstverletzendes Verhalten und sowas kommt hier auch relativ grafisch vor. Wenn ihr also da ein bisschen Schwierigkeiten habt, solltet ihr das Buch vielleicht auch eher meiden, aber in unserer Besprechung hier spielt es eigentlich keine große Rolle. Und King legt, glaube ich, sehr viel Wert darauf, so zu tun, als hätten diese Schwestern eine Beziehung. Und die existiert für mich nicht. Wie gesagt, zu Amanda, das glaube ich schon. Wobei das eher so ist, wir haben uns auseinandergelebt und jetzt, wo die Scheiße kommt, müssen wir halt wieder näher zusammenrücken. Weil wir sind ja Schwestern, das muss so. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Beziehung ist, sondern es ist, glaube ich, mehr so dieses Familienzusammenhalt-Dings, das ja so gerne. Da widerspreche ich dir halt komplett. Das funktioniert für mich halt gar nicht. Nicht mal auf dieser, dieser Pflichtebene. Ich sag nicht, dass es funktioniert. Ich sag's, dass ich habe ich so gelesen. Okay. Ja, also, aber trotzdem, also die Beziehung zwischen den beiden ist für mich noch halbwegs glaubwürdig auf dieser Ebene. Ob das Ganze jetzt, wie es geschrieben ist, wirklich, ob das überhaupt so geschrieben ist oder ob ich das rein interpretiere, das kann ich nicht sagen. Sehe ich aber trotzdem tatsächlich anders, weil für mich die Beziehung, also bei mir ist es genau im Gegenteil, die Beziehung zu den anderen beiden Schwestern, die sich dann zusammen um Amanda, ich glaube Amanda heißt sie, ne? Ja. Die sich dann zusammen so halb gut, halb nicht gut um Amanda kümmern und sich dabei auch gegenseitig regelmäßig ankeksen und so weiter. Das ist dieser Pflichtteil. Die Pflichtsache, die sehe ich bei den anderen beiden Schwestern. Weil das sind halt meine Schwestern, da bin ich halt da und wenn die mich halt zum 100. Mal in der Woche anruft, dann gehe ich halt trotzdem ran und sage ja und mache nebenbei irgendwelchen Quatsch. Das ist die, für mich ist die Pflichtebene, das sind die anderen beiden Schwestern. Amanda fällt für mich raus, weil Amanda für mich nicht als Person von ihr umsorgt wird oder irgendwas, sondern weil sie als Alternativversion ihres Mannes sieht, in meinen Augen. Interessant, das sehe ich nämlich genau umgekehrt. Ich sehe Amanda, diese Pflicht, wir müssen ja was tun, wir sind ja Familie. Und die anderen beiden sind für mich einfach erzählerisch ein Mittel zum Zweck. Und ich sehe das mit dem Ersatz für den Mann auch erst ab dem Zeitpunkt, wo sie mit seiner Stimme spricht. Und das ist ja quasi erst nachdem sie sich um sie gekümmert haben und im Krankenhaus waren und dann sie bei ihr übernachtet. Nee, das, ja, okay, das sieht, ja. Aber ich glaube nicht mal, dass sie mit der Stimme spricht, ist für mich der ausschlaggebende Punkt, sondern die Tatsache, sie hat damit was, womit sie sich von ihrer Trauer ablenken kann. Sie kann sich endlich wieder um jemanden TM kümmern,
mit einer Erkrankung, zumindest in deren Grundzügen, sie sich auskennt durch ihren Mann. Und sie muss sich dadurch nicht mehr mit sich selber und ihrem Trauerprozess beschäftigen. Bin ich ganz bei dir. Dass das dann natürlich durch diese, dass sie durch den, also mit der Stimme des Mannes spricht, das ist für mich einfach nur eine Überzeichnung für Dumme. Das hätte es für mich auch nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Ja, das bringt ein Element rein, das er überhaupt nicht nutzt. Wenn es da irgendwie wirklich eine Verbindung gegeben hätte, okay, aber das fand ich auch total überflüssig. Aber ich finde es gerade wieder interessant, wie unterschiedlich man das doch lesen kann wieder. Und vor allem, weil halt sehr deutlich irgendwann der Satz fällt, also sie muss sich ja mit ihrer Vergangenheit und mit der Vergangenheit ihrer Ehe beschäftigen, um ihrer Schwester zu helfen, TM. Der Witz ist aber, sie sagt eindeutig, Scott, ich mache das für dich, für sie. Weiß ich nicht, ob ich das machen würde, aber ich mache das für dich. Ich mache das für dich, nicht für sie. Ob ich das für sie machen würde, bin ich mir nicht sicher. Und von daher, weißt du, was ich meine? Dass sie das eindeutig so sagt, ist für mich der Punkt, dass die Schwester nicht als Person relevant ist, sondern eben einfach als Möglichkeit, doch noch irgendwie Kontakt zu ihrem Mann zu haben oder eben einfach diesen Trauerprozess zu verzögern. Das würde ich ein Stück weit einschränken. Okay. Ja, ich gebe dir vom Prinzip her recht, aber dadurch, dass gegen Ende des Buches kommt es ja zu einer ähnlichen Situation, wo Amanda sie fragt, würdest du das, ne, machst du das für mich oder würdest du das auch für deinen Mann? Irgend sowas. Und Lissy antwortet mit, ich würde es wahrscheinlich auch für dich tun. Mhm. Das zeugt für mich doch von A, relativ viel Mut und B, relativ viel Vertrauen zwischen den beiden und mehr Vertrauen als zu den anderen Schwestern, dass sie sich überhaupt traut, das so offen zu sagen. Ja, das, genau das ist der Punkt. Für mich ist aber das, gut, ich meine, wir haben, glaube ich, alle Geschwister, oder? Flo, hast du Geschwister? Nein. Okay. Auf jeden Fall von uns dreien weiß ich es, Hendrian, Jonas und ich. Ich habe eine große Schwester und ich liebe meine große Schwester sehr. Aber genau dieser Satz, ich würde es wahrscheinlich für dich tun, wenn sie mich das direkt fragen würde, ist, glaube ich, die diplomatischste Art, eine Wahrheit, die wir beide in Wahrheit wissen, nicht aussprechen zu müssen. Weiß ich nicht. Ich hätte gesagt, wenn man das Vertrauen zu dem anderen hat, dass man sagt, ich weiß nicht, ob ich das für dich tun würde, ich würde es wahrscheinlich für dich tun, dann würde man auch sagen, nein, das würde ich nicht für dich tun. Ich glaube, es ist für mich eher der Punkt, wenn ich jetzt ohne Zögern gesagt hätte, ich würde das für dich tun, dann wäre es hundertprozentig von meiner Schwester, die mich kennt, als Lüge entlarvt werden. Dadurch ich diese Einschränkung mache, bleibt dieses, man kann sich dann immer noch selber schönreden. Und dadurch ist es, verstehst du, was ich meine? Ja, aber ich gehe nicht mit. Okay. Also in meiner... Ja, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Warte aus. Ja. Dings. Ich weiß ehrlich nicht, was ich mir hier aus den Fingern sagen soll, Leute. Ich hatte eben noch einen kleinen Punkt. Mhm. Verdammt, wo ist er hin? Mist, wo ich mir noch dachte, da muss ich einhaken. Weißt du noch die grobe Richtung? Wo haben wir eben drüber geredet? Über die... Ach so, genau. Wir hatten doch hier von wegen, dass Amanda auf einmal mit der Stimme von dem Schriftsteller spricht. Ja. Das war ein Punkt, der mir komischerweise nicht sauer aufgestoßen ist, weil du sagtest, das war so Symbolik für Dumme. ja, hat bei mir funktioniert, weil vorher sie auch immer schon dieses, war das jetzt, wie hieß er, Scott? Mhm. War das jetzt Scott? Ist Scott hier?
Fühlt ich seine Gegenwart? Hat er da gerade in meinem Kopf geredet? Das ist ja die ganze Zeit präsent. Insofern fand ich das nicht überraschend oder seltsam, dass auf einmal seine Stimme da rauskommt. Weder überraschend noch seltsam, nur unnötig. Ja, aber das passt ja zu dem Rest des Buches. Ja, da gebe ich dir recht. Wollen wir über Scott reden? Weil ich muss sagen, mit Scott hatte ich an diesem Buch doch tatsächlich sehr viel Spaß. Also Spaß ist vielleicht auch das gleiche Wort, aber ich mag es wahnsinnig. Entschuldige, ich stelle mir gerade vor, wie du an der Haustür klingelst und sagst, wollen Sie mit mir über Scott reden? Oh Gott. Oh Flo. Ja, Scott. Ich muss sagen, an ihm als Figur habe ich tatsächlich wahnsinnig viel Spaß gehabt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber der hat für mich echt funktioniert. Weiß nicht. Irgendwie hatte ich bei ihm ein komisches Gefühl. Ja, ich auch, aber ich glaube, das muss so. So am Anfang habe ich noch gedacht, während der ersten Kapitel, jo, das ist so der übliche Schriftstellercharakter von King. Hatten wir schon, kennen wir schon. Später, gerade auch so mit den Erzählungen aus seiner Jugend, da habe ich mich wieder an einen anderen Autor erinnert gefühlt. Und zwar an Jack Ketchum. Ist ein Stretch. Ja, na gut, ich hatte so Evil, also wie heißt das Buch auf Deutsch? Heißt es auch Evil? Ich glaube ja. Ja, genau. Hatte ich im Kopf und ich habe ja so einige Sachen von ihm gelesen, die tatsächlich in diese Richtung gehen und nicht so wie das, was du wahrscheinlich am meisten kennst. Eher schlechte Horrorromane. diese ganzen Verstümmelungen und so weiter, das hat mich da so richtig so ein Catch-em-Feeling gebracht. Fand ich für das Buch ein bisschen merkwürdig. Das Ganze hat, ich weiß nicht, das hat Scott nicht realer gemacht, aber interessanter für das Buch. Was für mich halt tatsächlich gut funktioniert hat, ist dieser Punkt zwischen, du wirst sehr schnell erwachsen, wenn du in so einem Haushalt aufwächst. Du wirst sehr schnell erwachsen, wenn du mit einem ständigen, wiederkehrenden, traumatischen Ereignis belastet wirst. Und du suchst dir halt entsprechende Coping-Reaktionen, indem zum Beispiel Rückzüge in Fantasiewelten, in psychotische Episoden und so weiter und so fort. Das hat für mich schon mal sehr gut funktioniert. Und ich habe keine, zumindest so krasse psychische Erkrankung. Das ist jetzt die vorsichtigste Formulierung, die ich finde. Aber ich glaube, King war bei solchen Themen schon viel, viel, viel unempathischer in anderen Büchern. Ja, da würde ich dir zustimmen. Also er hat das schon ganz gut umgesetzt. Ich meine, wie gesagt, ich will mir hier kein Urteil anmaßen, weil ich nicht in der Form betroffen bin. Na? Also wenn ihr jetzt in irgendeiner Weise von sowas betroffen seid, ob das eine PTBSD ist oder wie auch, ja, ihr wisst, was ich meine, posttraumatische Belastungsstörung oder irgendwas in der Art, dann würde ich, wenn ihr sagt, das ist eine Scheißdarstellung, euch komplett unangezweifelt recht geben. Aber aus der Laiensicht ist das für mich ein vernünftigerer Umgang, als er zum Beispiel sonst mit Autismusbeschreibungen hat oder mit geistiger Behinderung oder allgemein auch mit psychischen Erkrankungen. Also das haben wir schon viel schlimmer gelesen. Ja, es ist hier nicht einfach ein Handlungstrope. Es ist Handlungsträger. Und ich glaube, das hat ihn dazu gezwungen, sich damit eher zu beschäftigen. Und ich vermute auch, und das ist natürlich jetzt wieder Laienpsychologie, dass sein Unfall und alles, was damit zu tun hat, ja, ihn selbst doch sehr belastet hat. Und dass er vielleicht, ja, wie soll ich denn sagen, feinfühliger geworden ist dadurch. Ich hoffe es, aber ich würde keine Wetten drauf abschließen. Hendrian? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Umsetzung gut finde, weil
Ich hatte beim Lesen immer das Gefühl, er weiß nicht, ob er über so posttraumatisches Gedöns oder über eine Erbkrankheit schreiben soll. Warum muss das ein Oder sein? Für mich hat sich das beim Lesen nicht nach zwei getrennten, wie sagt man denn? Das waren für mich nicht zwei unterschiedliche, sondern es war für mich sehr vermischt und wirkte nicht so abgetrennt. Ja, nicht richtig rausgearbeitet, weißt du? Das waren so ja, ich habe davon gehört und das könnte dann auch in der Familie liegen, also probiere ich das mal umzusetzen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das kann aber damit zu tun haben. Ich würde sagen, wir haben hier, das wird ja von Scott erzählt, wir haben hier einen unzuverlässigen Erzähler. Ich glaube, der weiß selbst nicht genau, was da los ist. Ja. Und deswegen vermischt sich das auch so ein bisschen. Ja, das. Und zweitens, es wird ja beschrieben, dass diese, wie wird es bezeichnet, dieses, das Böse rausschneiden, da gab es doch auch einen Begriff. Bösmütigkeit. Bösmütigkeit, danke. Es wird ja tatsächlich auch beschrieben, dass das seit zig Generationen in der Familie liegt, dass die früher mal ganz viel Geld hatten und dann aber fliehen mussten, weil eben sie ihre Bösmütigkeit nicht im Griff hatten und so weiter und so fort. Und gerade wenn du dann da reinrechnest, noch das ganze Thema Generational Trauma und sowas, und wenn du reinrechnest, dass natürlich, wenn deine Vorgängergenerationen, die dir das Leben vorleben, auch immer wieder und immer wieder traumatische Ereignisse auslösen, ist das logisch, dass du einerseits natürlich das grundlegende Prinzip, diese Erbkrankheit hast, die aber andererseits in einem Maße verstärkt wird durch die Nachwirkungen dieses Traumas, das du entwickelst, dass sich das, glaube ich, tatsächlich untrennbar zu einem Batzen aus Scheiße verwebt. Ja, aber das heißt doch im Endeffekt nichts anderes, als dass er genauso gut über eine Krebserkrankung hätte schreiben können. Wir haben ja diesen Spiegel. Es wird ja, wir haben doch irgendwo diese Situation, wo der Riesenwurm beschrieben wird. Nee, wo der Bruder dann durchdreht, endgültig. Und er mit diesem Bruder dort eingesperrt ist. Und diese Szene haben wir fast 1:1 im Friedhof der Kuscheltiere, als die Mutter aus dieser Geschichte mit ihrer Schwester als Kind eingesperrt ist, die schwer krank ist. Und das ist für mich genau dasselbe. Du, durch die immer wiederkehrenden traumatischen Erlebnisse, ob die durch die Pflege von einem schwerkranken Menschen kommen oder von irgendwas anderem, ist vollkommen egal. Aber es verstärkt sich einerseits die Grundursache mit dem Trauma zusammen. Jonas? Ja, also Friedhof der Kuscheltiere hätte ich jetzt nicht gesagt, auch nicht, dass es mit der Pflege vergleichbar ist, weil ich sehe das eher so, dass da noch so ein übernatürlicher Teil reinkommt, weil es heißt ja, dass diese richtig bösmütigen Menschen auch ultra stark sind und pipapo. Und ich glaube, dass das dann eher, ich kann es vielleicht am ehesten mit einem Werwolf-Fluch vergleichen, dass sowas gemeint ist. So habe ich das gelesen. Ich meinte jetzt tatsächlich die psychische Auswirkung. In Friedhof der Kuscheltiere ist sie mit ihrer Schwester alleine. Die Schwester hat irgendwelche Schmerzen und schreit und flucht die ganze Zeit. Und sie hat auch die ganze Zeit, dass die Schwester sie angreift. Weil sie viel, viel kleiner ist und mit ihr alleine gelassen wird. Und ich glaube, in Omi hatten wir da auch so. Oder Omi, genau. Ja. Also dieses Empfinden, dass da was Übernatürliches ist, gegenüber der Tatsache, dass da was Übernatürliches ist. Ich glaube, das ist in dem Kinderhirn relativ egal. Ja, okay. Aber was mir sehr gut gefallen hat, weil ich das tatsächlich von mir selber kenne, war die Szene, als er von diesem Blutpool erzählt und dabei in diese Kindersprache zurückfällt. Und
mir geht das zum Beispiel ganz oft so, ich weiß, dass es bei mir ein extremes psychisches Warnzeichen ist, wenn ich anfange, wenn ich einen Satz sage, den ganz leise nochmal vor mich hinzuflüstern. Das ist auch eine Hinterlassenschaft von vor 100 Jahren, keine Ahnung. Das mache ich im Alltag nicht, das mache ich nur, wenn ich in einer Ausnahmesituation bin. Dann mache ich das aber zuverlässig. Und das fand ich einen sehr interessanten Punkt, dass er das gesehen hat, dass das passiert. Das ist auch so ein Punkt, die Figur für mich wieder ein bisschen realer macht. Das ist jemand, der weiß, wie kaputt er ist und der eigentlich damit auch umzugehen weiß, aber es trotzdem nicht unter Kontrolle hat. Genau, genau. Ja, genau das. Und auch dieser Gott, und das ist, glaube ich, wieder der Punkt, Hendrian, den du als Machtgefälle gesehen hast in dieser Beziehung. Er hat ja einen gesunden Gottkomplex, den hat er aber nur in der Öffentlichkeit. Und auch das ist ein Mechanismus, den kenne ich hundertprozentig. Wenn du mich in einen Raum stellst, ist der Raum voll. Das heißt aber nicht, dass ich so bin, wenn ich und mit mir alleine bin. Mhm. Das ist halt eine Coping-Strategie, schlicht und ergreifend. Der Punkt ist, weshalb sie, glaube ich, damit umgehen kann, ist, dass sie aufgrund ihres eigenen Traumas weiß, dass es eben nur genau das ist, dass es eine Coping-Strategie und keine Arroganz ist. Tja. Wie mochtet ihr denn die Beziehung zwischen Scott und seinem Bruder bzw. seinem Vater? Fang du mal an, Jonas, ich überlege noch. Ja, ich wollte sagen, man kann halt relativ wenig sagen, weil man erfährt wenig darüber. Man kriegt halt die Geschichte mit, dass diese Blutbulls gab und die guten Bulls, und dann dreht der Bruder durch und wird erschossen. Aber ja, es klingt halt sehr schrecklich, aber ja, nicht, es ist nicht greifbar genug, um da wirklich Substanz zu haben. Ihr seid wirklich keine Menschen für Subtext, oder? Nein, habe ich nie behauptet. Sub was? Ich fand die Beziehung nachvollziehbar geschrieben, zu beiden. Mhm. Gerade in diesem Punkt mit der Vater dreht durch und tut schreckliche Dinge, aber ich liebe ihn doch. Mhm. Und das hast du ja mit dem Bruder auch, ne? Also der Scott will seinen Bruder ja auch nicht direkt ans Messer liefern, nein, an die Flinte liefern, als er durchdreht. Mhm. Ne, also dieses, das geht doch wieder vorbei und dann ist er wieder normal. Das, ja, das klang schon sehr nachvollziehbar gemacht. Flo? Wenn ich jetzt anfange, wird es ein längerer Brocken, deswegen fang du erstmal an. Ja, ich, also gerade die Dynamik zwischen den Brüdern, der ältere Bruder, der sowieso immer, wie Hendrian eben gesagt hat, auch beim Vater, ja, ist halt ein Vorbild, er hat eine Vorbildfunktion, auch wenn er schlimme Sachen macht, ich liebe ihn doch und er ist halt eine der wichtigsten Bezugspersonen in meinem Leben. Das fand ich ganz gut umgesetzt. Beim Vater konnte ich mich, auch wenn da derselbe Effekt auftritt, nicht so richtig reinversetzen. Ich kann aber auch nicht sagen, warum. Also, das waren auch die Momente, die mich sehr an Ketchum erinnert haben. Eben auch gerade an Evil, weil es ja auch diese Familienstrukturen gibt, die auch eigentlich gute Menschen dazu bringen, schlimme Dinge zu machen. Ich glaube, bei dem Vater fällt es schwerer, das nachzuvollziehen, weil von dem eigentlich immer nur negative Sachen ausgehen. Oder fast nur negative Sachen geschrieben werden, die von ihm ausgehen. Ja, man erfährt nicht viel von ihm. Man erfährt über den Bruder mehr. Und ich glaube, das macht das für mich auch aus, diesen Unterschied. Subtext. Ich gehe auf der oberen Ebene, bin ich komplett bei euch, bei allen. Für mich hat das wahnsinnig viel Subtext. Erstens müssen wir bedenken, King war jahrelang Alkoholiker.
dieses Zusammenleben mit einem, ich nehme jetzt mit Absicht das despektierliche Wort Irren, kannst du hier, glaube ich, 1:1 umlegen auf das Zusammenleben mit einem chronischen Alkoholiker, der tagelang einerseits so platt ist, dass er einfach rumliegt und dysfunktional ist, andererseits aber komplett ohne Warnung plötzlich aufschlägt. Das ist das eine. Andererseits dieses Aufwachsen mit so einem dysfunktionalen Charakter, was dir irgendwann als absolute Normalität erscheint. Dir ist in dem Moment, wo was passiert, klar, das geht hier gerade ganz gewaltig schief. Und du versuchst daraus Lösungen zu finden. Und wenn du dann natürlich jemanden hast, der schon ein paar Jahre älter ist als du und vielleicht diese Problemstellungen schon 3-4 Mal erlebt hat und damit weiß, wie er da vielleicht lebend wieder rauskommt, dann ist das nützlich. Aber trotzdem, der Moment, der schlimme Moment ist vorbei und direkt im nächsten Moment, weil du es nicht anders kennst, ist es für dich wieder normal gewesen. Das ist der erste Punkt, den ich hier ganz krass sehe. Und da, glaube ich, sieht King tatsächlich auch viel von sich und seinem Alkoholkonsum und seiner Alkoholsucht und seinem Verhalten während dieser Alkoholsucht. Ich meine, wir haben ja auch schon bei Shining diese Szene, wo der Autor seinem Sohn den Arm bricht und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es solche Szenen im Haushalt King gab, aber er hat ja tatsächlich selbst behauptet, er hatte zeitweise Angst, dass ihm sowas passiert. Und genau das sehe ich hier. Und genau deswegen sehe ich auch hier diesen klaren Unterschied zwischen Trauma und was ist Erbkrankheit, den sehe ich hier halt genau deswegen nicht. Weil es sich gegenseitig immer wieder verstärkt und gleichzeitig immer wieder Normalität wird und so weiter. Das ist der erste Punkt. Wollen wir das erstmal diskutieren? Da gibt's, glaube ich, nichts zu diskutieren. Das klang sehr nachvollziehbar. Ja. So, und das nächste ist halt, dadurch, dass für dich Normalität ist in irgendeiner Form, zweifelst du deine Liebe für diesen Menschen nicht an. Und das nächste ist, und das ist das größte Problem an der ganzen Sache, du fängst halt an, weil sie so selten sind, die wirklich guten Momente, wo er mal für seine Verhältnisse freundlich, zärtlich, liebevoll, was auch immer ist, die überschätzt du halt grandios. Weil du so ausgehungert bist nach irgendeiner Form von Zuneigung, dass du die aufsaugst wie ein trockener Schwamm. Und dann ist natürlich dieses Gefühl von, ich bin ja nur undankbar und eigentlich bin ich ja schuld und so weiter, die kommen ganz krass raus. Und das ist eigentlich der Basiskern, warum es so schwer ist, aus solchen Beziehungen auszubrechen, aber auch aus solchen Kindheiten auszubrechen und sich dann entsprechend von seiner Vergangenheit zu lösen und sowas. Das Ding mit dem Bruder, das ist auch wieder sowas, das hat mich auch ganz gewaltig getroffen, weil es halt genau der Moment ist, du glaubst, du hast in diesem Haushalt in irgendeiner Form einen sicheren Ort und da wird immer sicher bleiben und darauf kann ich mich verlassen und wenn alles andere rundherum brennt, ist es alles gut, ich habe diesen einen Ort und es kommt, wie es kommen muss, es dauert nicht lang und genau dieser Ort bricht dir auch unter den Füßen weg. Und das ist halt auch wieder das, dazu kommt dann eben wieder dieses, ich bin schuld oder ich habe nicht gut genug drauf aufgepasst oder ich habe es nicht anders verdient und damit kommt natürlich einher, ja, aber der war doch immer gut zu mir, also muss ich doch jetzt auch gut zu ihm sein, obwohl er ja jetzt eigentlich nicht mehr zu retten ist. Und dieses ganze Element, das hat für mich so fantastisch funktioniert, das hat sich so echt angefühlt, dass es echt schmerzhaft war. Ja, stimme ich dir fast vollständig zu. Und jetzt kommt aber das Aber. Mhm. Ich fand es teilweise ein bisschen als Fremdkörper in dem Buch. Ja, da bin ich hundertprozentig bei dir. Gut. Dann ist das... ich möchte jetzt mal den Vergleich anbringen. Ihr kennt ja den Film Pans Labyrinth. Mhm. Also ich. Ja. Die anderen wahrscheinlich nicht. Habe ich gesehen. Ja, oh, ich bin stolz auf dich. Nicht mehr viel von, aber gesehen hab. Der hat ja diese märchenhafte Stimmung. Und dann gibt es ja diese eine Szene, wenn dieser eine Soldat den Typen mit einer Flasche totprügelt. Mhm. Die reißt einen so richtig raus. Und so ungefähr war das hier auch. Das Buch ist ja eigentlich sehr ruhig erzählt und auch, ja, auch märchenhaft. Aber das war dann so,
Gewaltmoment. Ich möchte nicht sagen, dass es störend war. Ich fand es aber etwas befremdlich teilweise. So im, vom ganzen, ja, vom ganzen Gefühl her, das in diesem Buch. Ich glaube aber, dass das auch von der Erzählstruktur kommt. Weil wir eben diese Phasen nie am Stück haben, sondern immer nur zu zerstückelt. Was aber natürlich auch in einem Alltag als Mensch mit einer Traumastörung in irgendeiner Form normal ist. Weil dein Leben ist, du hast, wenn du es im Griff hast, hast du dein Leben in normalen Momenten auch im Griff. Aber es kann halt ein Geruch sein, es kann irgendein blöder Satz sein, es kann irgendeine Situation sein, in der du dich wiederfindest. Und das macht Flashbacks und du bist sofort wieder komplett außerhalb deiner Realität und komplett in dieser anderen Realität. Und von daher macht für mich diese Erzählstruktur auch wieder Sinn. Natürlich ist es ein Fremdkörper, aber das kann gar nichts anderes sein. Und seien wir mal ehrlich, es ist nicht schlimm, wenn ein Buch so ein, ich bleib einfach bei dem Begriff Fremdkörper, enthält. Weil gerade in so einem Horrorroman, du kannst nicht, ja, ob das hier Horror ist, können wir sowieso drüber reden, aber du kannst halt nicht pausenlos Hochspannung, pausenlos Drama haben. Du kannst es schon, aber das wird dann halt auch irgendwann langweilig. Aber wenn du die normale Welt hast, in die dann so etwas reinplatzt, das hat, glaube ich, mehr Effekt, als wenn du das, den Horror einfach nur durchlaufen lässt. Auf jeden Fall. Und ich muss halt dazu sagen, für mich diese ganze Vorgeschichte von Scott erzählt und erklärt mir halt wahnsinnig viele Dinge in Kombination zu der Beziehung zu Lizzie. Weil es eben genau der Punkt ist. Er denkt 5 Schritte weiter, erzählt aber nur 2,5 davon. Zum Beispiel. Und deswegen auch dieser Punkt mit seinem Gottkomplex, dass er eben mit Gewalt sich eine Alternativwelt, und ich meine damit seine Autorenwelt, zurecht konstruieren muss, in der er arbeiten kann, weil das die einzige Variante ist, die nicht nah genug an der echten Welt ist, dass er in Gefahr rutscht, in den Momenten, wo es drauf ankommt, wieder in seine Vergangenheit zurückzurutschen. Versteht ihr ungefähr, worauf ich hinaus will? Halbwegs. Ja, halbwegs. Also es macht für mich, der Charakter Scott ist für mich einer der besten Charaktere, die King bis jetzt geschrieben hat, mit seiner ganzen Vorgeschichte und mit allem Verhalten, was daraus resultiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das wundert mich, weil es in allen anderen Punkten für mich ein komisches Buch ist. Ja, aber er hat auch das typische King-Autoren-Problem. Er schreibt auch Drama-Horrorbücher und so Zeug und ist trotzdem ein Pulitzer-Preis hat er gewonnen, oder? Irgendwas Großes hat er gewonnen und ich glaube, King schreibt in diese Autoren rein, dass er gerne mehr anerkannt wäre, so vom wirklichen Literaturbetrieb, als er eigentlich ist. Aber das hat er bei all seinen Autorenfiguren, glaube ich, auch drin. Ja, das auf jeden Fall. Aber alleine, und da möchte ich nochmal zitieren, jedenfalls wusste sie, dass er ein Gehetzter gewesen war und nach Sonnenuntergang nie in einen Spiegel gesehen hatte. Nicht einmal auf eine reflektierende Oberfläche, wenn es sich vermeiden ließ. Und ja, klar, man kann das jetzt auf der obersten Basis erstmal sehen, als reflektierende Oberflächen sind die Dinge aus dieser anderen Welt, die mich umbringen. Wenn wir aber sagen, diese andere Welt ist nur die Welt, in die du dich zurückziehst, weil deine Vergangenheit noch viel, viel schlimmer und gruseliger ist als das, was in deiner Fantasiewelt rumliegt. Und dann ist dieser Punkt mit dich selber im Spiegel betrachten und du selbst sein und eben nicht das Bild, das du von dir selber erfindest, das ist genau der Punkt. Du erfindest von dir selber ein Bild, weil das Bild, was du aus deiner eigenen Vergangenheit konstruieren würdest, normalerweise einfach nicht tragbar ist für dich selber. Oder weiter. Etwas, was am deutlichsten Krebspatienten beim Blick in kleine Gläser sahen, aus denen die letzten Schmerztabletten verschwunden waren. Vor morgen früh würde es keine mehr geben.
das ist halt auch wieder genau der Punkt, du ziehst dich von einem Tag in den nächsten und es geht und es geht und es geht, aber es ist immer scheiße und es wird nicht besser. Aber du hast halt immer noch die Möglichkeit, es dir mit irgendwas schön zu reden. Ob das diese imaginären Schmerztabletten sind oder ob es irgendeine imaginäre Welt ist oder dein imaginäres Selbstbild, das du auf andere Leute projizierst. Moment. Oder hier, er sagt es und lacht. Es ist ein nervöses Lachen. Ein verstohlenes, ich sehe lieber mal über meine Schulter lachen. Und das ist auch wieder genau der Punkt. Du weißt, das ist jetzt gerade alles gut und du traust dem Frieden nicht und du wirst diesem Frieden auch nie wieder trauen, weil du hast jetzt gerade festen Boden unter den Füßen. Das kannst du auch genießen, solange es da ist. Aber du rechnest jede Sekunde damit, dass es dir wieder über die Füße fällt und dass das Monster dich kriegt. Ob das Monster jetzt deine Vergangenheit ist oder was auch immer oder dein aktuelles Trauma, es wird dich holen und du weißt das. Du kannst dir das nur schönreden. Und manchmal funktioniert das, aber oft genug nicht. Also, ich glaube, wir sind uns einig, dass King hier tatsächlich komplexe Charaktere geschaffen hat. Einen komplexen Charakter. Ich wollte es gerade sagen. Lizzie ist auch jetzt nicht unkomplex, würde ich sagen. Doch. Nein. Wo hat Lizzie Tiefe? Das möchte ich gerne ausgeführt haben. Ja. Na gut, das Problem ist, ich würde sagen, in Verbindung mit Scott. Da hast du es wieder. In Verbindung mit ihrer Schwester, also mit der einen Schwester. Was dasselbe ist wie in Verbindung mit Scott in meinen Augen, aber ja, leider. Ja. Aber, ja, auch wenn sie alle, ich würde trotzdem sagen, sie funktioniert auch eigenständig. Aber gut, sie, doch, hast recht, sie bleibt dann, wenn man die anderen Figuren streicht, bleibt sie natürlich blasser, weil das Buch davon lebt, dass sie mit diesen anderen Figuren interagiert. Ja. Okay, ich lasse mich überzeugen, sie ist ein halbwegs komplexer Charakter. Ich hätte das noch ein Stückchen weiter getrieben. Das Buch lebt davon, dass andere Figuren mit ihr interagieren. Also, richtig. Sie muss, ne, dass es quasi nicht von ihr ausgeht, sondern dass andere sie immer zu irgendwas bewegen. Ich möchte jetzt vielleicht, ich glaube, ich überschätze da King. Aber ich möchte in diesem Buch gerne die Botschaft sehen, genau der Punkt, Trauma ist kein Wettbewerb. Nur, dass wir bei Scott dieses Trauma so ausgearbeitet haben und bei ihr nicht, heißt das nicht, dass sie keins haben darf. Und dass wir da nicht, also sie hat genauso ein Recht auf ihre Coping-Mechanismen und all diesen anderen Blödsinn wie er. Nur, dass wir bei ihr nicht genau verstehen, woher es kommt, heißt nicht, dass sie die nicht haben darf. Ich gehe nicht davon aus, dass das die Idee ist, die King hatte. Es ist aber für mich eine Botschaft aus diesem Buch, die man mitnehmen kann. Ich mag blind sein, aber wo hat sie Coping-Mechanismen? Zum Beispiel dieses Extreme, sich um andere kümmern, um sich nicht mit sich selber beschäftigen zu müssen. Okay, du fasst den Begriff relativ weit. Ja. Das wäre jetzt auch nur spontan das eine Beispiel, was mir jetzt aus der Kalten einfällt. Ich muss dazu sagen, bei mir ist das Buch auch schon wieder 3 Monate her. Aber ja. Aber zum Beispiel halt auch, gut, ich meine, das halte ich aus Realitätsgründen für die bessere Lösung, aber alleine die Tatsache, dass sie ja keine Hilfe von extern annimmt, sondern dass sie versucht, diesen Kriminalteil in irgendeiner Form selber in die Hand zu nehmen, zum Beispiel. Dass sie kein Vertrauen in Autoritätsfiguren hat und so weiter und so fort. Das ist auch kein Coping-Mechanismus, aber das könnte man da auch im Gröbsten reindenken. Wenn dir nie geholfen worden ist, hilfst du dir halt selbst oder du verreckst halt dran.
Ich habe das eher so gelesen, als hätte King keine Lust gehabt, den Handlungsfaden richtig auszuarbeiten. Ja, ich gehe mit dir vollkommen recht, aber ich möchte es mir gern schönreden. Na gut. Wenn Flo unbedingt in ihr Tiefe sehen will, dann kann ich die herkonstruieren, wenn ich es drauf anlege. Jonas, du bist zu still. Bitte äußere dich. Ich habe da tatsächlich wenig zu sagen. Und ich kann auch der Unterhaltung im Moment nicht so richtig folgen. Irgendwie habt ihr mich verloren. An welcher Stelle? Vorhin. Bei dem Hallo. Ja. Ich glaube, bei dem Vergleich, wo Lizzy komplex wäre oder nicht. Ich glaube, ab da weiß ich nur noch verschwommen, was geht. Ah, Podcast-Meditation. Sekundenschlaf ist das vor Ort. Hast du denn eine Meinung zu Scott? Ja, ich verstehe, warum er sagt, er hat Tiefgang und so. Ich fand ihn aber ein bisschen, naja, langweilig ist das falsche Wort, aber vielleicht ist das Einzige, was ich gerade, auf das ich komme. Hast du eine Meinung zu Lizzy? Ähnlich wenig. Hast du überhaupt eine Meinung zu diesem Buch? Gut, danke. Nein, ich weiß nicht. Es war ein seltsames Buch. Es war nicht schlecht, aber da seltsam. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Also unabhängig davon, was ich hier an Elementen in diesem Buch finde, aber merkwürdig ist es definitiv. Ja, wo wollen wir noch hin? Du meinst außer in das schöne Traumland? Traumland ist ein gutes Stichwort. Flo, ist das eine Turmwelt? Ja. Ich würde von der Welt her nein sagen, aber die Elemente sagen klar und deutlich ja. Also wir haben hier, wie wird es genannt, also im Turm war es das Flitzen und wie heißt das hier? Boomen, genau, Boomen. Ist eigentlich derselbe Vorgang. Gut, es gibt ein paar Begriffe, also der Begriff Bool oder Bowl ist tatsächlich auch in Glas schon mal gefallen. Da hat der Mann in Schwarz nämlich gebrüllt, Abracadabra, Bol, das Ende. Mhm. Also auch da schon. Und es gibt noch so ein paar andere ja, Verbindungen wie, na gut, die Zahl 19, klar, die haben wir immer. Lizzy beschreibt die oder denkt von der Zeit als einen Turm. Und es wird auch ein Ort namens Gilead erwähnt, der zwar jetzt nichts mit dem Gilead zu tun hat, aus dem Roden stammt, aber ja, trotzdem. Also ich würde sagen, es ist eine Turmwelt. Für mich ist nämlich der Moment lustig. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist dieses Boomen dem Flitzen, also ist Boomen Flitzen? Weil ich bin mir nicht mehr sicher, ob beim Flitzen diese Sache mit Gegenstände mitnehmen immer funktioniert, nicht immer oder gar nicht. Weil hier haben wir ja so einzelne Gegenstände, die nicht mit können. Ich glaube, das war auch so. Und beim Flitzen werden Gegenstände teilweise zu anderen Gegenständen. Ja, aber sie kommen, glaube ich, bis jetzt in allen Fällen mit. Ich meine auch, aber ganz sicher bin ich mir nicht.
Lustig finde ich nämlich dazu, und da mache ich einen kleinen Bogen. Ich glaube, es war Christmasland. Flo, da kannst du mitreden, du hast es auch gelesen. Da haben wir ja denselben Effekt wie auch zum Beispiel beim, Talisman. Da haben wir auch einen Charakter, der flitzen geht. Und auch wie beim Talisman erstmal grundsätzlich, ohne dass er es merkt. Und da haben wir aber wieder den Effekt, dass zum Beispiel sie hat ein Fahrrad. Und das Fahrrad kommt, glaube ich, auch nicht mit, wenn ich mich nicht täusche. Also da haben wir den Effekt, dass einzelne Gegenstände da bleiben. Und Christmasland ist natürlich Joel. Es ist lange her, dass ich das gelesen habe. Ich habe ganz dunkle Erinnerungen. Ich glaube, ja, das war so. Das müssen wir auseinandernehmen, wenn wir irgendwann mal bei diesem Joe Hill-Buch angekommen sind. Müssen wir wirklich? Ich will nicht. Ja, müssen wir. Na gut. Dann ist noch die Frage, die Welt von Amanda und die Welt von Scott, dieser See, dieses Schiff, ist das für euch dieselbe Welt? Hat die Überschneidungen? Oder sind es einfach zwei unterschiedliche Welten, die nur so nah beieinander liegen, dass man sie versteht? Also quasi, dass man rüber gucken kann. Ich hätte gesagt, das ist die gleiche Welt, aber aus verschiedenen Blickwinkeln. Ja, ich würde sagen, das ist die Blickwinkel der Beziehung, also der beiden ineinander verschmolzen, als so als Symbol dieser Beziehung. Mhm. Weil das fand ich auch einen ganz interessanten Aspekt. Für mich hat sich diese Fantasiewelt aus Sicht von Amanda viel, viel, viel positiver angefühlt als aus Sicht von Scott. Geht euch das auch so? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. In Amandas Welt kamen da die Lacher und der böse Bandwurm vor? Ich glaube nicht. Also er wird zumindest nicht erwähnt. Da hätten wir doch den Punkt. Das fand ich, also ich habe es halt auch so empfunden. Es kann aber auch sein, dass ich einfach was überlesen habe. Aber alleine diese Darstellung von diesem gigantischen Schiff und Zeug ist halt für mich der Punkt. Für Amanda ist es ein Rückzugsort, für Scott ist es eine Notfalllösung. Ich glaube, das ist für mich der psychische Unterschied, der qualitative. Ja, für ihn ist es Abenteuer, für sie ist es Kur. Nee, Abenteuer glaube ich nicht mal unbedingt. Ich glaube nicht die Art selbstgewähltes Abenteuer. Ja, okay, das dann vielleicht, ja. Ich hätte eher genau andersrum gesagt. Ich hätte gesagt, für sie ist es Abenteuer und für ihn ist es Kur. Weil er weiß, er kann dort nicht lang bleiben. Alleine schon, wenn er zu lang dort bleibt, besteht das Risiko, dass in der anderen Seite, wo er noch Verantwortlichkeiten hat, dann ganz viel Scheiße passiert. Deswegen weiß er kann dort nicht lang bleiben. Deswegen muss er ein Bedrohungsszenario erfinden für sich selber, warum er dort nicht bleibt, weil anders kriegst du dich ja nicht überredet, da wieder rauszugehen. Und Amanda hat diese Notwendigkeit, nicht wieder zurückzugehen. Ich hätte nicht gesagt, dass er das Bedrohungsszenario sich ausdenkt. Ich hätte gesagt, das ist die Manifestation seines Wahnsinns. Spannend. Würde ich, ja, weiß ich nicht. Ne, die quasi auch mit ihm mitkommt. Die Bösmülligkeit auch. Genau. Ja, würde ich, ja, vielleicht, ja. Und da Amanda ja eher diese, wie wurde es genannt, diese passive Art davon hat, hast du diesen Aggressionsteil nicht. Finde ich spannend. Ja, gebe ich dir tatsächlich recht. Wie seht ihr anderen beiden das? Wie war die Ausgangsfrage? Worin unterscheiden sich die beiden Traumwelten? Ist die eine bedrohlicher als die andere und warum? Also für mich war es mehr wirklich eine Welt vom Gefühl her. Okay. Weil weil sie hatten beide den See und bei Amanda war halt das Schiff mit auf dem See und das hauptsächliche Ding. Aber sie haben, glaube ich, auch dann in Amandas Welt diesen Afrikan, Afghan, irgendwas gefunden. Und ich meine auch, dass dieser Longboy dort war. Das weiß ich eben nicht mehr. Das weiß ich wirklich rein technisch nicht mehr, weil ich mich nicht erinnern kann.
Aber ich meine, dass einzelne Elemente aus dieser Welt, zum Beispiel dieser Efgen, also diese Decke, dass die mit drüben ist, das meine ich mit, vielleicht sind auch einfach diese beiden Welten so nah beieinander, dass man rüber gucken kann, aber einzelne Elemente, zum Beispiel diese bösen Elemente, können nicht rüber diffundieren. Beziehungsweise erst dann, als sie den verrückten Hillbilly mitnehmen, genau. Kommen auch in Amandas Welt die bösen Elemente vor. Genau das. Mhm. Ja, es ist so, ich würde es so interpretieren, die Welt ist das, was du aus ihr machst. Wenn du das Böse mit dir mitbringst, ist auch die Welt böse. Und wenn du jetzt das als einen Ort der Ruhe und Frieden ansiehst, dann ist dieser Ort auch so. Da widerspreche ich nur in dem Fall, warum es dann, als Lizzie das erste Mal mit ihm darüber geht, die Welt böse. Weil sie die Welt durch seine Augen sieht? Weil er dabei ist und für ihn ist das eine gefährliche Welt. Okay. Okay. Und Lizzie, ich glaube, Lizzie lernt mit der Zeit, die Welt so zu formen, wie sie gerne hätte. Und in ihr steckt halt nicht diese Bösmülligkeit oder nicht in dieser Form, sodass ihre Welt halt ein friedlicherer Ort ist dann. Ja, okay, damit kann ich umgehen. Wie seht denn ihr das? Ich hatte immer ein sehr, sehr ungutes Gefühl bei dem See. Ja, da komme ich in der Symbolik drauf. Okay. Ja, genau. Ja, wie findet ihr denn das Ende, dass wir dann eben diesen Bösen in diese Welt locken und dann da umbringen lassen? Weil wir machen uns ja selber nicht die Hände schmutzig. Ein bisschen einfallslos. Bin ich bei dir. Flo? Ja, sehe ich auch so. Das war so ein 0815-Ende. Es hat jetzt nicht so weh getan wie manche anderen King-Enden, aber es war jetzt auch, ja, es war ein uninspirierter Abschluss für eine uninspirierte Handlungsebene. Das würde ich komplett so, wie du es gerade gesagt hast, unterschreiben. Ja. Ja. Bevor ich in die Symbolik abgleiten würde, möchte ich gerne kurz die anderen Verbindungen noch sagen. Oder, die Querverbindungen, die uns so einfallen. Also wie gesagt, wir haben das Prinzip mit dem Boomen oder Flitzen. Das kennen wir, wie gesagt, entweder aus Talisman, Schwarzes Haus, aber eben natürlich auch aus dem Turm. Es wird Andy Clutterbuck erwähnt. Sheriff Ritschwick. Die kennen wir ja auch schon aus Flo, hilf mir, Castle Rock? Flo? Entschuldige, ich habe den falschen Knopf gedrückt. die sind im Castle Rock-Zyklus immer wieder aufgetaucht, gerade auch natürlich in einer kleinen Stadt. Genau, danke. Dann, wie gesagt, durch diese ganze Thematik mit Trauer und Ehepartner verloren, haben wir eine Verbindung zu Sarah, haben wir eine Verbindung zu Schlaflos. Und es fällt irgendwann der Satz, in den Augenwinkeln stehen scharlachrote Tropfen. Den fand ich auch hübsch. Ja. Habt ihr noch andere Querverbindungen? Ja, also nicht nur Castle Rock, sondern auch Derry wird erwähnt. Wir haben Frauen, die oder Menschen, die in diese anderen Welten gehen, zum Beispiel schon erlebt in das Bild. Ja. Ich glaube, das war thematisch, also von dieser Ecke her thematisch recht ähnlich. Ja, und auch das wird den Bösen dadurch durch die Wesen dieser anderen Welt wegräumen lassen. Genau. Und auch, diese verschiedenen Welten, auch mit dem Talisman und dem Schwarzen Haus, haben wir natürlich da Verbindungen. Für weitere Verbindungen zum Castle Rock-Zyklus haben wir durch die Deep Cut Road. Das war ein wichtiger Ort in Duddits, das man auch gerne vergisst. Ja, gerne. Sehr gerne. Lizzie kennt das Buch bzw. den Film Kingdom Hospital. Haben wir auch noch nicht drüber geredet.
Noch nicht? Ach stimmt, das habe ich verdrängt, dass wir es noch nicht gemacht haben. Das müssen wir irgendwann auch mal tun, aber mal sehen. Bleiben wir kurz beim Medienkonsum. Sie habe einen alten Roman von Michael Noonan auf Kassette, sagte sie, und dies sei eine gute Gelegenheit, sich da reinzugraben. Und wenn ich es nicht ganz durcheinander haue, ist Mike Noonan der Autor aus Sarah. Genau, der ist das. Die Hauptfigur aus Sarah. Wir haben ja Sachen, die wir schon erwähnt haben. Also du hast ja das Spiel schon erwähnt, dass es da Verbindungen gibt. Ich habe das heimliche Fenster, heimlicher Garten schon erwähnt. Da wurde nämlich der Ort Shooter's Knob auch erwähnt. Da stammt dieser bekloppte Gegenspieler her, hier in diesem Buch. Was hatten wir noch? Friedhof der Kuscheltiere und Omi haben wir erwähnt, diese Querverbindungen. Ja. Und Lissys Lieblingszigarettenmarke ist Salem Light. Ach ja, genau, ja, da habe ich auch sehr gelacht. Ja. Die existiert aber wirklich. Ach so, okay. Ja. Ja, das ist lustig, das stimmt. Gut. Einen großen Teil von der Symbolik habe ich ja jetzt schon, also diese ganze Traumageschichte und so weiter, habe ich, glaube ich, schon ganz gut aufgedröselt. Habt ihr da noch eine Ergänzung zu dem Thema? Ich habe da keine. Dann würde ich noch mal kurz auf die Symbolik in dieser Traumwelt gehen. Wir haben einmal die Idee, dass spiegelnde Oberflächen Dinge aus anderen Welten holen können und auch zurückschicken können. Das ist im Aberglaube und in generell so spiritueller Praxis ein echt großes Trope. Und ich habe nicht umsonst in diesem Haushalt keine Spiegel, in die ich reingucken kann. Das fand ich sehr lustig, dass er das hier eingebaut hat. Andererseits haben wir diesen Teich. Und das ist für mich ganz groß aus der griechischen Mythologie mit diesen drei Flüssen in der Unterwelt. Der eine, der Vergessen bringt, der andere, der den Tod bringt und so weiter und so fort. Der dritte bringt Sticks. Pizza. Was bringt er dran? Pizza. ja, Sticks, Leto und wie hieß der andere? Mir fällt es nicht ein. Ja, ich komme auch nicht drauf. Aber mit der griechischen Mythologie, da haben wir dann auch da wieder natürlich die Verbindung zu das Bild. Da hat das ja auch eine große Rolle gespielt. Ja, stimmt. Und das ist halt aber für mich genau der Punkt, weshalb dir, Hendrian, dieser Teich so unheimlich und unsympathisch ist, weil das, glaube ich, genau der Punkt ist, dieser Drang, sich selbst zu vergessen bis zur Selbstvernichtung. Dass das zwar einerseits was Schönes sein kann, andererseits aber eben ein riesiges Bedrohungspotenzial hat. Richtig, und wie wir vorhin schon sagten, man bringt das Böse mit in seine Welt so schien mir halt dieser Tümpel quasi das Lethargische, was man mitbringt, zu sein. Mhm. Naja, und vor allem halt auch das Unbewusste. Weil du kannst in diesen Seelen nicht reingucken. Was da unten drunter noch so ist, weißt du halt nicht. Und was du verdrängt hast. Ich glaube, das Stichwort ist ja auch tatsächlich dieses Element Verdrängung. Was vielleicht noch in diesem See sein könnte, was du zwar auf der Oberfläche vergessen hast, dir aber von unten in den Arsch beißt. Ja, guter Punkt. Aber passt das dann auch noch gut zusammen, diese ganze Interpretation mit, das ist der Pool, aus dem wir alle schöpfen und unsere Geschichten holen? Natürlich, weil wir alle ja unterbewusste Symboliken für uns selber uns zurechtdenken und so weiter. Ja, aber ich meinte jetzt wirklich das Geschichten. Ja, deine Fantasie ist ja ganz viel mit dem verknüpft, was du bewusst oder unbewusst erlebst. Genau. Ja, okay. Also das würde ich tatsächlich überhaupt nicht als Widerspruch sehen. Wenn wir bei dem Tümpel sind, wie hieß das Schiff nochmal? Stockrosen. Dankeschön. Ja, mit dem Schiff, wir werden in zwei Episoden auch einem Schiff begegnen. Da kommen wir vielleicht hierauf nochmal zurück. Naja, für mich ist halt das Schiff wieder genau der Punkt, den ich vorhin meinte. Für ihn ist es ein Notfallausgang, den du aber nur nutzt und nicht lang bleibst. Für sie ist es tatsächlich eine Fluchtmöglichkeit zum Weggehen und Wegbleiben.
und Abenteuer und Dinge erleben und sowas. Und das ist, glaube ich, für mich, weshalb sie das Schiff hat und er nicht. Hat das Schiff, also das Symbol des Schiffs irgendeine Bedeutung, die dir jetzt spontan auch einfällt? Da könntest du bestimmt hier mit griechischer Mythologie draufhauen. Aber kannst du in den meisten Fällen. Ich habe ja jetzt noch eine Frage wegen Entkommen und Flucht. Die Stockrosen hat doch niemals abgelegt, oder habe ich das falsch verstanden? Nee, aber sie hätte jederzeit die Möglichkeit dazu. Sie hält sich die Hintertür dazu offen, wegzugehen und nie mehr wiederzukommen. Wäre das Weggehen, die wiederkommt, dann diese Katatonie? Ja, und aber eben wirklich aus der. Sie lässt sich ja diesmal dazu überreden, wieder mit nach Hause zu gehen. Mhm. Und mit dem Schiff, wenn sie in das Schiff einsteigt und damit wegfährt, kommt sie nicht mehr wieder. Dann bleibt sie in ihrer Klapsen wieder. Ja, okay. Dann quasi ein Flucht in sich genau. Selbst und nicht aus. Genau. Ja. Ja, da kann ich da tatsächlich hier so Fährmann der Toten oder sowas. Es ist der Übergang. Genau. Ja, genau. Oder was man natürlich auch machen kann, hier Schiff des Theseus. Wie viele Teile von dir selber kannst du abschälen und mit anderen Dingen ersetzen und wie ab wann bist du immer noch du selber und ab wann bist du nur noch eine Karikatur von dir selber? 5. Ich hätte 12 gesagt, aber okay. Keiner sagt 19. Ich wollte es gerade sagen. Nee, King hat ja keine Ahnung, das ist ja nur Literatur. Ja, habt ihr sonst noch irgendeine Idee für und ja, natürlich dieses Wesen, dieses Wurmwesen, Dings. Longboy. Ist ja auch wieder, das ist eigentlich bunt und faszinierend und hübsch, eben diese Faszination des Grausamen, des Gruseligen. Aber andererseits ist es halt für mich auch so sinnbildlich, wie du sagst, Hendrian, für das Krankhafte, für den, nicht den Traumaanteil des Ganzen, sondern für den tatsächlichen Erbkrankheitsteil, den diese Böswilligkeit hat, Bösmülligkeit. Und dann bräuchte ich nochmal eure Symbolhilfe, weil da denke ich schon die ganze Zeit drüber nach, diese Lacher. Woher kommen mir diese bekannt vor, diese Menschen, die auf allen Vieren laufen? Irgendwoher, ich komme noch nicht drauf. Und was würdet ihr symbolisch draus machen? Vielleicht die Wölfe aus dem wie heißt der vorletzte, drittletzte Turmteil? Wolfsmund. Ja, danke, Wolfsmund. Aber die lachen doch nicht. Die lachen nicht, sind aber vierbeinig. Nee, dieses, weißt du, so Menschenwesen mit viel zu langen Armen und Beinen. Das ist ein Film. Ich weiß genau, welches Bild du hast. Ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt. Geht mir ganz genauso. Dann habe ich mir das nicht eingebildet. Nein, das gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, es ist sogar eine Computerspielverfilmung oder sowas. Aber ich komme auch jetzt gerade nicht drauf. Wenn jetzt einer Star Wars sagt. Nee, ich denke eher Richtung Doom oder Richtung Halo. Ich hätte jetzt gesagt, so Silent Hill oder sowas in die Richtung. Die Bewegung ist ja Silent Hill. Das kann sein, ja. Aber das Lachen lustigerweise ist bei mir sehr verknüpft mit den bösen Hyänen aus König der Löwen. Okay. Könnte ich euch jetzt auch nicht erklären, aber das ist ja auch so ein Ding, dass du in deiner eigenen Unsicherheit, und wir haben ja gerade schon über den Gottkomplex von Scott gesprochen, oder über diesen selbst angedichteten Gottkomplex, sag ich mal. Und dann ist natürlich diese Angst vor Kritik, diese Angst vor Zurückweisung, dieses Spöttische natürlich für dein Ego das Böseste, was du haben kannst. Ja, aber ich hatte eher so in die Richtung nachgedacht, ob sowas ist wie, wenn man über schlimme Dinge erzählt, fängt man ja gerne mal an zu lachen. Ja, auch nicht das. Unbedingt aus Unsicherheit, aber ne, um das zu. Ja, dieses nervöse Lachen. Ja, zu entschärfen vielleicht auch. Ein Coping-Mechanismus. Ja, richtig. Genau. Da haben wir das. Schon genug hier. Ob es das einfach ist, was er da mitgenommen hat. Das auch. Und eben diese schweigenden Steinmänner, die haben mir auch wahnsinnig gut gefallen. Die haben garantiert auch irgendeinen schweren Symbolismus dahinter. Aber ich kann ihn leider nicht ganz fassen, aber er hat mir wahnsinnig gut gefallen. Bestimmt Phallus-Symbolen.
Sag sowas nicht, sonst lade ich dich wieder zu Rasender Finger 2 ein. Apropos Fallungssymbol. Longboy? Longboy. Ja. Ja. Er wird ja beschrieben so als wie eine lilane Wunde und sowas und alles. Und ich konnte mir nicht helfen, ich musste an Day of the Tentacle denken. Ich weiß, es passt überhaupt nicht da rein, aber... Nein, lustigerweise hatte der Longboy bei mir die Farbe des Himmels in dieser einen Weihnachtsgeschichte, als der Butler den Schrank aufmacht, wo wir den blutergussfarbenen Himmel sehen. Ich musste an das Vieh denken, was bei irgendeinem Turmteil durch irgendwelche Gänge unter einer Festung durch... Das ist im letzten, im Turm. Genau. Aber das ist ja in meiner Welt grau, weil das ist ja in meiner Welt das Tier aus grauer Masse. Für mich war das auch grau. Für mich war es eher ein Sandwurm oder so Tremors Raketenwurm, aber naja. Aber das ist lustig, das finde ich gut. Gut, eine letzte Frage noch. Was hat in der Realität Scott umgebracht? Wenn ich jetzt sage, er selbst, klingt das falsch, aber... Ja, es ist aber so. Ich habe auch überlegt, wie man das am besten formulieren könnte. Möchtet ihr es ausformulieren oder soll ich erstmal mit meiner Theorie anfangen? Hau rein. Er nimmt als Kind, als er seinen Bruder dorthin schleppt, ja, diese Betäubungsspritze mit. Diese Betäubungsspritze findet sie dann am Ende auch noch dort liegend. Und er sagt, als er in der echten Welt dann im Sterben liegt zu ihr irgendwann, ich habe was von drüben mitgenommen. Und also es wird, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, wie es im Text steht, aber diese Betäubungsspritze liegt an einem anderen Ort, als sie vorher lag. Und der Deckel ist ab oder irgendwie sowas. Und für mich ist der Punkt, er hat diese Spritze wieder in die Hand genommen, hat sich damit gestochen, hat damit irgend so einen außerirdischen Außerweltkeim eingeschleppt. Und hat den mit in die Realität genommen. Beziehungsweise wird nicht auch gesagt, dass das alles verrostet ist? Ja, und oder verrostet, so genau. Sepsismäßig. Aber auf jeden Fall, er hat sich an der Nadel gestochen und hat das irgendwie in die echte Welt mit rüber genommen. Ist meine Theorie. Und das wäre auf der Symbolebene insofern wieder interessant, weil es genau der Punkt ist, du bist an einem Ort, der für dich dafür da ist, zwar im Positiven vielleicht zu gedenken, aber in erster Linie dich vor dir selbst und deiner Vergangenheit zu verstecken, als Ausgang. Und wenn du dich dann in dieser Welt auch noch mit deiner Vergangenheit in dem Maßstab auseinandersetzt, dass du zum Beispiel dieses traumatische Ereignis mit dieser Spritze dann wieder in die Hand nimmst, das ist dann das, wo du dir den letzten Rückzugsort kaputt machst und dann gehst du ein. Auf Deutsch gesagt, dieser Punkt von du musst irgendwann Dinge ruhen lassen oder sie werden dich umbringen. Das ist weiß Gott ausgearbeitet, als dass ich mir im Kopf zurechtgelegt hatte. Ich würde sagen, wir nehmen deine Antwort. Also ich will nicht ausschließen, dass ich hier völlig übersteigert in dieses Buch reingestolpert bin. Aber was ich halt wirklich sagen muss, mir hat diese Trauma-Ebene und diese Coping-Ebene so, so gut gefallen. Und die hat in mir so, so gut resoniert. Gerade weil der Inhalt von der Geschichte an sich halt überhaupt nichts hergibt. Also wie gesagt, das ist bestimmt nicht die einzige Interpretation, die man dafür haben kann. Aber es macht für mich insgesamt, für diese Ebene, ein absolut rundes Bild. Ja, ich möchte auch nicht ausschließen, dass du da zu viel, aber nee, tatsächlich kein Aber. Das ergibt tatsächlich ein rundes Bild, mit dem ich einverstanden wäre. Okay. Ja. Gut. Gibt es hierfür Verwertungen, lieber Flo? Ja, seit kurzem. Und zwar hat Apple TV, glaube ich, eine Miniserie aus diesem Buch gemacht. Lizzie okay. Story. Ist jetzt diesen Sommer gelaufen, also ich habe sie auch noch nicht gesehen. Ziemlich gut besetzt. Ich glaube, ich habe jetzt gerade nichts offen. Ich glaube, Julian Moore und in der Hauptrolle und diverse bekannte Darsteller. Ich habe mir ein paar Kritiken angeschaut.
Die sagen, es sieht großartig aus, es ist großartig besetzt und das, die Miniserie macht genau alles falsch, was das Buch auch falsch macht. Also es ist, ich glaube, es hat auch auf diesen Bewertungsportalen ziemlich genau 50%. Du willst damit also sagen, es ist nah am Original? Ja, ich glaube, King hat da so auch was mit zu tun mit dem Drehbuch. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Hm. Ansonsten, ja. Es gibt ein amerikanisches Hörbuch, glaube ich. Genau, und es gibt auch ein deutsches Hörbuch. Ja, ich glaube, es sind jetzt, kommt jetzt langsam die Zeit, in der es zu jedem Buch eine deutsche Hörbuchfassung gibt. Das wird Jonas freuen. Oh ja. Hast du das Hörbuch gehört oder hast du es gelesen? Ich habe es gehört. Und auch die offizielle Hörbuchversion? Ja. Also, wie fandest du die? War ungewohnt, weil ein King-Buch mal von einer Frau gelesen wurde. Mhm. Aber als ich da mal mich an die Stimme gewöhnt hatte, war es okay. Okay. Ja, ich habe das auch gehört. Das war, glaube ich, die gleiche Sprecherin, die, oh, hieß das Mädchen? Yep. Wo das Mädchen sich im Wald verirrt? Yep. Die da auch mitgesprochen hat. Ich werde mit ihrer Stimme nicht so warm, aber von der Art, wie es gemacht ist, fand ich es gut. Mhm, okay. Gut. Habt ihr denn hier noch... Ich glaube nicht, dass das die gleiche Sprecherin war. Bei das Mädchen war es nämlich, glaube ich, Franziska Pigula, oder? Oh, dann klingen die einfach sehr gleich. Und das hier war Regina Lemnitz, die Sprecherin von unter anderem Katie Bates. Wahrscheinlich auch deshalb, weil das auch so eine King-Verknüpfung ist. Mhm. Gut, habt ihr für dieses Buch Zitate, liebe Freunde? Ja, ich suche es mal. Ich muss passen. Ich hatte welche, aber die hat mein Hund gefressen. Dann fange ich erstmal an mit einem, wo ich sehr lachen musste, weil das könnte 1:1 ein Gespräch zwischen mir und meiner Schwester sein. Nun, irgendwer muss es tun. Und du siehst aus wie der Tod auf Rädern. Oh, vielen Dank. Wenn dir nicht mal deine Schwester die Wahrheit sagt, tut's kein Mensch. Und ja, diese Unterhaltung hätte gerade mit uns eindeutig so stattfinden können. Ich habe nur noch ein Zitat und zwar eins, das glaube ich, so das ganze Buch auch gut zusammenfasst. Diese Erinnerung handelt davon, dass sie kurz vor Tagesanbruch im Bett ihrer Schwester Amanda aufgewacht war und festgestellt hatte, dass Vergangenheit und Gegenwart sich fast untrennbar vermischt hatten. Yep. Ja, das ist ein sehr schönes, das stimmt. Und ich habe noch, was man sagen wollte, legte man sich nur zurecht, wenn es sich um Meinungsverschiedenheiten handelte. War man wirklich zornig? Wollte man jemanden ein zweites Arschloch verpassen, wie man so schön sagte? War es meist besser, tief Luft zu holen und loszulegen? Das ist gut. Und natürlich noch, scheiß drauf, Gott hasst Feiglinge. Und das ist, glaube ich, auch irgendwo schon mal in einem anderen Buch gefallen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das Gott hasst Feiglinge? Hm? Ja. Das Eis drauf weiß ich nicht, aber das andere auf jeden Fall. Scott hasst Feiglinge? Der auch, ja. Das kommt doch bestimmt aus Austin Powers, oder? Gut. Habe ich irgendwas vergessen oder wollen wir zur Bewertung schreiben? Ja und ja. Ich glaube, es ist Zeit für eine Bewertung. Ich wüsste jetzt auch nicht, was wir noch groß haben. Okay, dann würde ich sagen, Jonas, fang du mal an. Ach je. ja, es war nicht richtig schlecht, aber es war jetzt auch bei weitem keine Glanzleistung. Ich gebe mal wohlgemeinte 7 Punkte. Okay. Hendrian? Ja, vor Beginn der Folge habe ich mir gedacht, 2 Punkte mehr kannst du dafür nicht geben. Aber jetzt, wo wir so drüber gesprochen haben, gefällt es mir nicht mehr ganz so furchtbar. Ich würde sagen 7. Okay. Wir machen was. Flo, ich würde sagen, Flo, mach du erstmal. Ja, es ist. Das Buch ist für mich sehr zwiespältig.
ich finde es unfassbar anstrengend geschrieben. Das hat mich sehr genervt und ich finde es auch sehr langsam erzählt. Also es könnte auch ruhig 100 Seiten weniger haben, wenn man es ein bisschen gerafft hätte, auch von mir aus 200. Und es hat auch tatsächlich nicht so viel Inhalt. Und trotzdem mag ich es. Und ich glaube, weil wir hier tatsächlich ja eine andere Ebene in dem Buch haben, die sogar ich mal verstehe. Und ja, also es ist kein Top-Buch, aber ich würde doch 13 Punkte geben. Und jetzt passiert das unfassbar, ich schließe mich dir an. Ich bin nämlich auch in meiner geistigen Überlegung bei 13 Punkten gelandet. Für mich fällt das Buch in drei Teile. Für mich fällt es in den Stil, der ist beschissen. Da gebe ich maximal 2 Punkte. Weil eben diese ständigen Wiederholungen, ja, wir haben übrigens eine Geheimsprache, die ging mir furchtbar auf den Sack. Dann haben wir die Inhaltsebene, das sind im alleroptimistischsten Fall 5 Punkte. Gerade deshalb 5 Punkte, weil mir eben die Beschreibung dieser anderen Welt relativ gut gefallen hat, aber alles andere kannst du ins Grab legen. Aber die Symbolebene und die Traumaebene und der ganze Krempel, der hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und den würde ich tatsächlich schon sogar fast auf 17 Punkte oder sowas heben. Weil er für mich einfach funktioniert hat und weil er für mich das erste Mal war, dass eine tiefere Gedankenwelt bei King nicht nur angerissen war, sondern rund und in sich geschlossen, logisch und erzählt auserzählt war. Das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen und deswegen komme ich dann in der Gesamtbilanz tatsächlich und völlig für mich selber überraschend auf 13 Punkte. Jo. Ja, das war doch mal interessant. Gut, dann, bevor wir die Folge zumachen, müssen wir noch 2 kleine Dinge klären. Erstens haben wir einen Geburtstag. Ja, wir nehmen diese Folge am Mittwoch, dem 21.09.2022 auf. Und am Mittwoch, den 21.09.2022, wird Stephen King 75 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Genau, herzlichen Glückwunsch. Sie werden das nie hören, aber wir gratulieren trotzdem. Und falls Sie es hören, es tut mir nicht leid. Nein, Sie haben alles verdient. Gut, ja. Und dann haben wir leider noch eine traurige Nachricht. Am 4. September dieses Jahres ist Peter Straub gestorben. Wir haben 2 seiner Bücher schon besprochen, nämlich Talisman und das Schwarze Haus, die er zusammen mit King geschrieben hat. Also er war ein amerikanischer Schriftsteller, der hauptsächlich durch Horrorromane auch bekannt geworden ist. Ich weiß nicht, was man von ihm, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kennt man, glaube ich, so Sachen wie Julia oder Schattenland. Ich weiß nicht, ob du noch großartiges andere. Nein, Sachen, aber ich war auch nie ein großer Straub-Fan, muss ich ehrlich gestehen. Ja, ich hatte auch immer meine Probleme mit ihm, oder was heißt meine Probleme? Ich bin nie so richtig reingekommen bei seinen Sachen. Trotzdem. Schade, also ja, ich hatte ja gehofft, dass wir irgendwann diesen dritten Abschlussband des Talismans kriegen. Nein. Und ja, es muss doch mal was Gutes dabei rauskommen. Nein. Aber das wird jetzt wohl zumindest nicht mehr als Gemeinschaftsarbeit erscheinen. Oder er hat noch irgendwas in irgendeiner Schublade liegen, von dem wir nichts wissen. Ja, genau. Das dazu. Ansonsten würde ich kurz in die Hausmeisterei abbiegen. Wie gesagt, unsere Sommerpause ist beendet. Wir werden jetzt mit den weiteren Romanen, Kurzgeschichten und so weiter weitermachen. Aber es ist jetzt schon Ende September. Ich denke, allzu viel wird dieses Jahr nicht mehr passieren. Wir versuchen auf jeden Fall noch in die Kurzgeschichten reinzukommen. Ob uns das gelingt, wird sich zeigen. Das werden wir merken. Aber das wird uns gelingen. Vertraut mir. Gut, okay. Wie sieht's aus? Wir haben ja noch für alles jetzt Gäste für die nächste Zeit, ja, ne? Bis Ende des Jahres auf jeden Fall. Würde ich sagen, also eine kurze Vorausschau vielleicht. Als nächstes besprechen wir einen Bachmann. Ja, es gibt wieder einen Bachmann. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie ihr darauf reagiert. Das ist halt wieder ein älteres Buch, das King überarbeitet hat und dann als Bachmann veröffentlicht hat. Qual. Dann kommt mit Wahn ein Buch, auf das ich mich freue.
das ich aber auch schon seit dem Erscheinen, glaube ich, nicht mehr gelesen habe. Und dann sind wir auch schon bei den Kurzgeschichten angelangt. Und ich denke mal, die schaffen wir auf jeden Fall noch dieses Jahr. Also ob wir sie alle schaffen, aber auf jeden Fall werden wir reinkommen, sagen wir es mal so. Naja, es wird 4 Folgen sein mit Kurzgeschichten, nur diesmal deswegen. Ja. Und ja, dann schauen wir mal, wie wir die Arena verarbeiten. Das ist ja auch wieder dann ein etwas dickeres Buch. Eventuell gibt es auch noch die ein oder andere Bonusfolge. Wir hatten sie für den Sommer geplant, aber es kam leider das Leben dazwischen. Und der Sommer. Und der Sommer, der war auch nicht so wirklich toll wie das Leben halt auch. Und ja, freut euch, wenn was kommt. Also wir haben ein paar schöne Sachen noch in der Pipeline. Und mit schön meine ich, Dela wird sich wahrscheinlich aufregen können. Oh ja. Juhu. Ja, aber nichtsdestotrotz, also ihr könnt euch gerne für jedes dieser Bücher noch melden. Und die nächste Geschichte, die offen steht, ist eine Novelle. Das heißt, wenn ihr mal nicht so großartig was machen wollt, also kein 1500-Seiten-Roman, es wäre Big Driver aus Zwischen Nacht und Dunkel. Und aus demselben Buch haben wir auch Eine gute Ehe. Gute Ehe habe ich tatsächlich auch in Erinnerung. Kann ja nicht ganz schlecht sein. Das werden wir dann vermutlich im Frühjahr nächsten Jahres oder im Winter irgendwann feststellen. Ja. Gut. In diesem Sinne, es war mir wie immer eine absolute Ehre und schön, endlich wieder mit euch aufzunehmen. Jonas, ich bedanke mich ganz sehr bei dir. Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir, lieber Hendrian. Es war wie immer wunderschön. Ich habe zu danken. Und Flo, mit dir war es auch großartig. Erstaunlicherweise diesmal mit echt wenig Reibungsfläche. Ja, ich bin echt geschockt. Also das müssen wir das nächste Mal... Ich glaube, das kriegen wir hin. Beim nächsten Buch bin ich mir nicht so sicher, aber ich bin gespannt. In diesem Sinne, liebe Hörer und Hörerinnenschaft, ich danke euch ganz sehr fürs Dabeisein, wünsche euch eine tolle Zeit und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss! Ciao! Tschüss! Tschüss!